I do have a rule of thumb when I hire people. I need to be convinced they could be happy here. Oh, I could be. Shirley, I assure you, just the thought of getting to come back here again puts a song in my heart. I actually walk about singing it in my head. You sing a song in your head? Yes. Could you hum a few bars? Very good. No, really, I would like to hear the song. Well, okay. Willkommen, willkommen zum Impulssender. Hallo ihr. Hallo Impulssender Leute. Hallo. Hallo du. Baum, baum, hallo, baum, baum, hallo, baum. Hallo. Ja, ich begrüße euch nochmal per Namen. Hallo Mario. Hallo Tim. Dich heute zum ersten, als erster begrüßt, weil du schon als am längsten sozusagen da bist. Hallo Ben. Hallo. Hallo Jan. Hallo. Und hallo, Phil. Hi, hi. Wir sind vollständig und wollen uns mal wieder einem Impulsthema zuwenden. Aber bevor wir damit anfangen, erst noch mal ein paar Ankündigungen machen, eigentlich nur eine. Aber erklären, was wir in Zukunft tun wollen. Denn es gibt einen neuen Channel. Yay. Yay. Applaus. Yay. Und der Channel heißt Kurzwellensender. Jetzt werden sich sicherlich die einen oder anderen fragen, Tim, was ist denn Kurzwellensender? Ja, Kurzwellensender, das ist ein neuer Podcast-Sender von uns, bei dem es darum geht, nicht so wie beim Impulssender völlig zusammenhanglos verschiedene Filme oder Serien zu besprechen, also bei dem jede Folge etwas ganz Neues ist, aber wo es auch nicht darum geht, so wie bei Lost oder wie bei Battlestar Galactica, eine gesamte Serie zu besprechen, sondern Inhalte besprechen, die man staffelweise über mehrere Folgen strecken kann, die aber vielleicht zu kurz sind, um einen gesamten Feed immer wieder neu aufzumachen. Denn wenn man so einen gesamten Feed immer wieder neu aufmacht, dann müssen die Leute das ja immer erst wieder mitbekommen. Keiner merkt es, keiner hört einen. Und deswegen ist es nicht so gut, alle 10 Folgen bei einer Serie, die vielleicht nur 10 Folgen hat, einen neuen Feed aufzumachen. Also machen wir pro Staffel ein Thema oder eine Serie oder so. Und Leute können staffelweise immer was anderes hören. Habe ich dich da richtig verstanden? Da hast du mich völlig richtig verstanden, Jan. Das ist ja heute wie so zwei Moderatoren, die sich gegenseitig bei der Oscarverleihung die Bälle zuwerfen. Wir könnten Telemarketing und Denning oder das ist Home Shopping Europe oder Nelly und Mr. Smooth bei Switch damals. Ja, genau. Also Kurzwellensender. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes und hört mal rein, denn wir fangen da an mit der Serie Watchmen, die jetzt schon vor ein paar Jahren lief, aber wann lief die? 2019 oder schon länger? Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. 2019, ja. Genau, 2019. Da gibt es jetzt schon eine Folge, wenn diese Folge rauskommt. Es sei denn, es hat was nicht geklappt. Und die Idee ist, dass wir da, damit diese 10 Folgen auch nicht sofort wieder um sind, dass wir da sozusagen immer eine Folge abwechselnd dort besprechen und dann eine Impulssenderfolge veröffentlichen. Und deswegen heute eine Impulssenderfolge. Auf diese Weise zeigen wir wieder mehr Präsenz und haben unsere beiden Channels bespielt, denn mit Battlestar Galactica sind wir ja inzwischen durch. Ja, und da haben wir ja eine lange Winterpause gemacht. Genau. Und uns dann noch dagegen entschlossen, aber vielleicht wird es nochmal eine eigene Staffel beim Kurzwellensender, eben die, wie hieß noch diese? Caprica. Ja, eigentlich haben wir einfach keine Entscheidung getroffen. Genau. wir hatten noch die Idee, Caprica zu machen. Da hatte niemand so richtig Lust drauf. Dann gab es ja auch noch dieses Blood and Chrome, was wir dann aber auch nicht gemacht haben. Also wir hatten erstmal irgendwie genug. Vielleicht, ja, du hast recht, vielleicht Kurzwellensender. Vielleicht packen wir das dann aber auch noch in BSG rein, falls wir da doch noch mal was machen. Aber damit wir überhaupt noch mal was machen, haben wir jetzt erstmal diese Idee.
Und ich finde es eine ganz schön potente Idee. Ja, da haben wir uns richtig was Gutes ausgedacht. Wir haben uns da auch in mehreren Meetings quasi alle 4 Tage getroffen und das über Monate sozusagen. Ja, mit Mindmaps. Ja, ja. Und, ja, ja, wir haben eigentlich länger überlegt, als wir vorher für BSG überhaupt aufgenommen haben. Genau. Das Ding ist seit 2013 in Planung. Ich habe letztens noch, bevor wir uns überhaupt kannten. Ja. Unsere erste Zahlensender-Folge kam 2013 raus. Richtig, das ist schon krass. Das ist echt 8 krass. Jahre. Wir sind ja quasi, heute macht ja jeder Podcast, aber wir waren bei der zweiten Welle dabei. Die erste Welle war ja schon so 2006 oder so, das waren dann nur so ein paar. Und dann kamen wir. Man könnte echt meinen, wir wären schon sehr alt. Ja, sind wir ja auch. Aber wir sind unseren Wurzeln treu geblieben. Faul. Kleine, gemütliche Hörerschaft. Einstellige Hörerzahl. Nein. Und keine Exklusivverträge mit irgendwelchen blöden Podcast-Plattformen, wie es heutzutage auch überall aus dem Boden schießt. Wobei? Naja, also wenn die an Millionen zahlen würden, dann wären meine moralischen Skrupel da auch schnell beseitigt. Dann mache ich meinen eigenen Podcast, wenn ich weiß, wie es geht. Ja, genau. So viel zur Eigenwerbung. Und dann kommen wir jetzt aber gleich zur aktuellen Folge. Denn Ziel von Impulssender war es ja auch eigentlich mal, nicht so viel drumherum zu reden, sondern immer zum Thema zu kommen und ein Thema straff durchzuziehen. Und heute haben wir ein Thema, was ich mir gewünscht habe, sage ich mal, beziehungsweise was ich schon mal für einen, wir hatten ja mal bei diesen Pottwichteln mitgemacht und da hatte ich das schon mal vorgeschlagen. Und da haben wir uns dann aber für sowas wie Dune oder so entschieden. Und deswegen sagt er so abfällig. Ich merke es schon, ich fühle mich hier nicht mehr heimisch. Nee, das ist schön. So wie du. Dieses Exotenthema. Das sollte ja nur ein Witz sein. Ich fand das Thema Dune, das passte ja sehr gut zum Sie reden-Podcast. Großer Kinostart dieses Jahr. Ja. Aber über den Film haben wir ja noch gar nicht gesprochen vor 2 Jahren, sondern das war ja noch der alte. Aber das passte ja zu Sie reden viel besser als Boston Legal, weil die ja oft Filme besprechen und oft solche, sag ich mal, Science-Fiction-Filme und so weiter auch. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal rausgekramt und deswegen besprechen wir jetzt, oder ich möchte mal, und einige kennen das ja schon und einige halt aber noch nicht, ich möchte mal den anderen, die es noch nicht kennen und auch der Zuhörerschaft, die es noch nicht kennt, eine Serie empfehlen, die Lieblingsserie von Bill Clinton ist. Oder zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Das ist eine Serie, in der auch viele alte Leute sind. Eben ging es ja darum, dass wir so alt sind. Fühlen wir uns direkt heimisch. Ja, denn ich habe auch da gelesen, der Altersdurchschnitt der Darsteller in dieser Serie sei sehr ungewöhnlich hoch für amerikanische Serien oder Filme. Und es geht um eine Anwaltsserie, bitte nicht abschalten. Es geht um Boston Legal. Eine Serie von David E. Kelly aus dem Jahr 2005 und folgende. Wer kennt die denn schon von euch? Hier. Ich habe die gesehen. Phil? Ich kannte sie nur aus, ich sepp mal durchs Fernsehen. Ja. Und aber hab nie eine Folge geguckt, außer eben jetzt deine vorgeschlagenen Episoden. Und Mario? Ich kannte sie gar nicht. Das erste Mal habe ich davon gehört, als du mal drüber gesprochen hast, vor Jahren schon. Ja. Mario übrigens gerade im Gefängnis. Der eine Call, den er hat, der sollte seinem Anwalt gelten, aber er hat uns angerufen. Nein. Er hat 2 Calls. Genau. Genau. Nach den Anwalt anrufen. Daher klingt Mario heute so ein bisschen wie aus dem Telefon. Das wird bereinigt. Auch besser. Ist halt so. Genau. Dann ist das eben so. Gut. Das heißt, wir haben 3 Personen, die die Serie sozusagen verfolgt haben. Ich habe die tatsächlich nicht gesehen, als sie damals kam, sondern erst viel später. Ich habe aber schon öfter von Leuten gehört, dass sie gut sein soll. Und ich habe mich dann aber bestimmt erst so 2011 oder so, habe ich mir die angeguckt. Also schon, als eigentlich die Serie fertig war, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt da 5 Staffeln. Wobei die Serie auch immer damit zu kämpfen hatte, wann sie denn abgesetzt wird. Ich glaube, nach der 3. Staffel war schon mal da die Frage, ob es noch eine 4. Staffel gibt.
Und nach der vierten Staffel war das auch wieder so. Es ist auch so, dass die ersten Staffeln alle, so wie das damals üblich war, so um die 25 Folgen haben. Und später wird es dann weniger. Genau, und so kommt die Serie letztendlich auf eine Gesamtfolgenzahl von 101. Eine schöne Anzahl für Episoden. Ja, es ist eine sogenannte Dramedy, also ein Mix aus Drama und Comedy. Und ich würde sagen, es ist auch eine starke Satire. Auf jeden Fall, ja. Ja, hoffentlich. Aber ich glaube, dass es hoffentlich, ich glaube, dass es diesen Begriff in den USA nicht gibt. Ich weiß nicht. Also Dramedy ist der offizielle, die offizielle Bezeichnung, wobei ich auch nicht weiß, ob das damals schon so hieß. Ich habe den Begriff erst vor kurzem kennengelernt. Oder gibt es den schon länger? Ich habe den gerade zum ersten Mal gehört, tatsächlich. Oh, das seht ihr. David E. Kelly ist der Macher der Serie. Den kennt man vielleicht. Also ich habe keine andere Serie von dem gesehen. Ich habe ja vorher von ganz vielen Serien von dem gehört. Picket Fences, ich glaube, das war so ein Ding aus den 90ern, was auch im deutschen Fernsehen lief. Kenne ich auch nicht, habe sie nie gesehen. Hat das sonst jemand gesehen? Nein. Nö. Okay. Habe ich noch nicht mal von gehört. Nicht? Ich dachte immer, das heißt auf, vielleicht verwechsel ich das auch, aber ich dachte, das heißt auf Deutsch hieß die Serie Picket Fences, Tatort, Gartenzaun. Das sagt mir genauso wenig. Gut. Aber, euch aber es würde passen, weil ja. So deutsche Serien haben ja gerne bescheuerte Untertitel. Die zweite Serie, da habt ihr aber bestimmt von gehört, Ally McBeal. Ja, ja. Habe ich aber auch nicht gesehen. Mhm. Ich auch nicht. Ich nur ein paar Folgen damals als Kind. Sonst jemand gesehen? Nö. Das geht so weiter. Also ich kenne eigentlich keine Serie von dem. Chicago Hope, habe ich auch vom Namen her gehört. Nie gesehen. Krankenhausserie? Klingt so, ja. Ist es so? Ja, genau, rate ich jetzt nur aufgrund des Namens. Glaube ja. The Practice, habe ich auch nie von gehört. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob die in Deutschland lief. Man kann aber sagen, Boston Legal ist ein Spin-off von The Practice. Und die Charaktere, die hier vorkommen, sind auch da schon dabei gewesen, zumindest in der letzten Staffel. Okay. Boston Public gibt es auch noch. Das klingt so, als wäre es irgendwie so die Verwaltung. Ein Spin-off an der Schule. Ach so, stimmt, Public School. Ah, okay, ich hatte jetzt so an Public. Also rate ich jetzt auch für. Ja, nur. Hast du wahrscheinlich recht. Mir auch nix. Ja. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre vielleicht so irgendwie so eine Büroserie über öffentliche Verwaltung oder so. Aber Schule klingt. Es gibt doch auch hier Parks and Recreations oder sowas. An sowas hatte ich gedacht. Genau. Aber Public klingt tatsächlich nach School. Ja. Und, so ein bisschen wie Community. Was ich auch mal gucken wollte, noch nie habe, ist Goliath. Das kenne ich. Die ist neu auf Amazon, glaube ich, oder? Das ist auch Anwalt. Hier mit Billy Bob. Genau, mit Billy Bob Thornton. Ist gut. Taugt was, ja. Dann muss ich das auch mal angucken. Und das ist auch eine David E. Kelly-Serie. Genau. Ja. Wie kommt es denn dazu, dass das deine Lieblingsserie ist oder mit zu deinen Lieblingsserien gehört? Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ja genau, ich weiß nicht, ob es meine wirkliche Lieblingsserie ist. Das ist natürlich Lost. Aber, und Twin Peaks. Aber das ist eine meiner Lieblingsserien, weil ich einfach diese Verbindung von Humor und ernsten Themen, also Dramedy, tatsächlich irgendwie sehr interessant finde. Wir kommen bestimmt da gleich nochmal auf die Charaktere, könnte ich vermuten. Und ich finde halt, wie zum einen das Rechtssystem von den USA da dargestellt wird, dass eben dieses Jury-System, dass das sich so beeinflussen lässt, das wird halt so schön in dieser Serie immer ausgespielt. Und dann gibt es aber auch diese einen Charakter, der eigentlich der Hauptcharakter, der so als der edle Anwalt gilt, der eigentlich die Fälle immer gewinnt, dadurch, dass er das moralisch Richtige tut. Auch wenn es vielleicht nicht zum Gesetz passt und damit aber die Geschworenen halt dann immer rumkriegt. Und das in Verbindung eben mit Fällen oder mit Themen, die gesellschaftlich relevant oder auch teilweise gesellschaftliche Tabuthemen sind, finde ich eine sehr spannende Serie. Und insbesondere auch, dass sich die USA damit beschäftigt. Weil, man kann ja auch sagen,
jetzt im Abstand von 15 Jahren, ist das überhaupt noch relevant oder hat sich da so viel verändert? Und ich habe gerade so einen Rewatch gemacht. Ich bin erst bei Staffel 2 irgendwo am Ende. Aber ich habe schon ein paar Themen aufgetan, die ich nachher nochmal vorstellen will, die heute relevanter sind, glaube ich, noch als damals, weil das Internet inzwischen da noch viel mehr reinspielt. Also ich finde, dass diese Themen da einfach sehr interessant sind. Mhm. Alles richtig. Alles richtig. und darüber hinaus ist es, glaube ich, die schönste Serie über Freundschaft, die ich so kenne. Also weil die Freundschaft so von den beiden Hauptcharakteren ist für mich eigentlich noch zentraler an der Serie. Also das wäre mir, glaube ich, noch als erstes eingefallen, wenn mich jemand nach der Serie fragt. Mhm. Das ist interessant. Also vor dem juristischen oder gesellschaftlichen Blick, der natürlich einen ganz großen Teil annimmt, der zwar gut ist und unterhaltsam ist, aber den ich gar nicht so extrem besonders finde. Also der Teil hebt die Serie für mich jetzt nicht so raus. Also ich finde das interessant als jemand, der die Serie ja nicht kennt und jetzt nur die 4 Folgen mal aufmerksam geguckt hat und nicht nur nebenher, während irgendwas anderes passiert, dass eben bei einer Serie, die, wie auch Phil sagt, in so einer Anwaltskanzlei spielt und wo man jetzt erstmal nicht das eher Konkurrenz als Freundschaft im Kopf hat. Und dass das eben so ein zentrales Thema in dieser Serie zu sein scheint. Ich habe da so ein leichtes Gefühl von bekommen in jetzt den 4 Folgen. Aber finde ich interessant, weil man verbindet ja eher so, ja, jetzt nicht die Loyalität, sondern wenn es mir meiner Karriere gut tun würde, dann würde ich auch meinem Kollegen das Messer in den Rücken haben. Ellenbogengesellschaft. Ja, die Ellenbogengesellschaft. Ja, ich meine, das gibt alles, ja auch. Alles Egoisten. Also auch das gibt es ja. Und auch naja, aber das eben ein zentrales Thema in der Serie zu sein scheint und das auch nicht dumm oder also gut verpackt ist. Für mich zumindest. Dann finde ich das nochmal sehr interessant. Ja, also ist gut, sehr guter Punkt. Der ist mir jetzt gerade gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben, aber natürlich, das trägt letztendlich die Serie auch von Anfang bis Ende, diese Freundschaft der Hauptdarsteller, auf die Hauptdarsteller gehen wir ja sowieso gleich nochmal ein, die auch tatsächlich die einzigen Charaktere sind, die in jeder Folge zu sehen sind. Ich finde noch. Sollen wir ihn nicht jetzt nennen, oder? Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, was mir noch gefällt. Mir ist nämlich noch was eingefallen. Ich mag es, wenn sich Serien oder Filme oder so, wenn die sich nicht so ganz ernst nehmen, wenn die so ein bisschen selbstreferenziell und ironisch sind. Das mag ich nicht immer. Manchmal stört es mich auch, wenn da so ein Bruch drin ist. Aber diese Serie spielt auch sehr damit, dass sie die vierte Wand durchbricht. Jetzt und so wie in dem Intro, das du eingespielt hast. So wie in dem Intro, was ich eingespielt habe, genau. Wo nämlich ein Anwalt und das passiert öfter in diesen Intros, dass die vierte Wand durchbrochen wird, dass so ein Anwalt, der jetzt in unseren Fällen jetzt noch gar nicht vorkommt, der kommt später vor, der ist ein Autist oder der hat zumindest autistische Züge und der wird da eingestellt wieder. Es gibt so ein längerer Handlungsbogen und dann singt er eben das Intro und damit geht es dann wirklich ins Intro. Und so Sachen finde ich immer ganz lustig. Das hat man tatsächlich früher ja oft in deutschen Synchronisationen gemacht. So dieses mit Bud Spencer und Terence Hill. So. Das ist heute so ein bisschen aus der Mode und tatsächlich wirkt das manchmal ein bisschen peinlich, aber ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Ja. Und das machen die halt auch oft. Das mag ich einfach so vom Stil her. Ja, gerade Star Trek-Referenzen machen die, finde ich, sehr gerne. Ja, stimmt. Ja. In der einen Folge, wenn er sagt, ich war mal Captain eines Raumschiffs. Genau. Aber auch jetzt in einer der Folge kam sie auch mit irgendwas mit Vulkan. Klingons? Hat er Klingonen gesagt oder so? Nee, es war Vulkanier. Der hatte, glaube ich, irgendwas von einem Vulkan gesagt und dann meint er, hast du Vulkanier gesagt? Das war im Englischen nämlich Klingonen. Ich habe es auf Englisch gesehen, damals Klingons. Genau. Ich glaube, das hat man jetzt in den 4 Folgen noch nicht gesehen, aber immer wenn er sein Telefon, sein Klapphandy aufmacht, macht es ja das Geräusch von dem Star Trek-Kommunikator. Genau, also jetzt können wir es ja vielleicht schon mal sagen. Der eine der Hauptdarsteller ist nämlich William Shatner. Und
Ich glaube, eigentlich ist er Captain Kirk, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Es fühlt sich zumindest so an. Es gibt auch eine Szene, denn Tom Selleck spielt auch manchmal mit. Es gibt eine Szene, da reden die miteinander und da sagt William Shatner zu Tom Selleck, wir sind doch beide Hauptdarsteller in unseren eigenen Serien. Ja. Das sind so ja, selbstreferenzielle Dinge. Übrigens, man mag es kaum glauben, David E. Kelly ist Star Trek-Fan. Wirklich kaum zu glauben. Genau, der andere Hauptdarsteller ist James Spader, den man eventuell noch aus dem ersten Stargate-Film kennt. Genau, als Dr. Daniel Jackson. Doktor, gell? Ja. Ah! Danke, danke. Dann kommen wir jetzt erstmal zu den Hauptdarstellern. Wir reden ja sonst immer nur drumherum. Genau. Ja, fangen wir an mit Alan Shore, oder? Das ist James Spader. Genau. Den kennt man auch aus The Blacklist nach Boston Legal, in der er, finde ich, eine sehr ähnliche Rolle spielt. Gerade so in Boston Legal würde ich den fast so ein bisschen mit Christoph, wie heißt der, Waltz vergleichen. Dem muss man nur Text geben und dann kann der einfach das alles so runterrasseln. Ja, der hat so eine ganz besondere Art zu spielen. Ja, finde ich auch. Also der ist einer meiner Lieblingscharaktere auf jeden Fall. Ich mag den noch viel lieber als William Shatner. Vor allem, weil der halt auch so immer das gute Gewissen ist. Also er versucht so immer das Richtige zu tun. Naja, eigentlich. Ja, und er ist auch schon eigentlich noch ein bisschen, also der Hauptdarsteller. Ja. Also die Serie ist ja grundsätzlich schon auch eher so, also die Weltsicht, die er so, also die seinen Charakter so vertritt, das ist ja schon auch die Ansicht, die Serie so transportiert. Genau, da kann man ja noch dazu sagen, dass er Demokrat ist, also Liberaler, und Danny Crane, sein Freund, ist Republikaner. Republikaner. Ja. Ja, und die Serie hat, finde ich, schon eine ganz klare Haltung. Und die ist eben also auf das amerikanische politische System bezogen, liberal. Ja, und sie ist halt immer sehr darauf bedacht, irgendwo Doppelmoral aufzuspüren. Und das macht eigentlich immer eher Alan Shore. Der bringt das in seinen Plädoyers und in seinen Reden eigentlich immer zum Vorschein. Man muss aber auch sagen, der ist aber auch, ihm geht's schon eigentlich immer um das Richtige zu tun. Er hat aber auch zum Beispiel, gibt es eine Folge, vertritt Danny Crane, vertritt den Staat, also die USA, gegen eine, ich weiß nicht mehr aus welchem Staat die kommt, gegen eine Frau, die ihr Kind verloren hat, weil die USA das Krankenhaus, was sie fördert, die Förderung eingestellt hat. Und da ist Alan Shore eigentlich die ganze Zeit gegen Danny Crane, obwohl er mit ihm zusammen im Gericht sitzt als Backup, weil Danny Crane, kommen wir gleich noch zu. Und dann hat irgendwann Danny Crane aber ein Blackout und dann muss er das Plädoyer halten. Und dann dreht er diese Sache völlig um und argumentiert total für die USA und überzeugt auch so die Geschworenen. Also der ist da schon, halt schon auch wobei auch sowas da ja bestimmt eine Mischung war aus Loyalität und Ego. Ja, genau. Also, weil der gewinnt ja auch einfach gerne. Richtig. Ja, ja, genau. Und der zeigt ja schon gerne, was er für ein geiler Typ ist. Ja. Genau, der ist ja auch gut in dem, was er macht. Und das verbirgt er auch. Aber auch überhaupt nicht, ja. Ja. So ein richtiges, ich glaube, im Englischen nennt man es Smug Face. So immer so ein kleines, suffisantes Lächeln. Übrigens hat er auch immer so einen starrenden Blick, finde ich. Und ich habe mal gelesen, dass das eigentlich gar nicht so beabsichtigt war. Der ist extrem kurzsichtig, James Spader. Und der spielt hier aber ohne Brille und kann keine Kontaktlinsen vertragen. Und deswegen fokussiert er einfach nicht so richtig das Ziel, das er spielt. Und deswegen. Okay. Ja. Ich dachte es mir. Weil ich bei den Folgen jetzt, die ich angeschaut habe heute, dachte ich mir echt, da stimmt was nicht mit dem Blick. Ja. Warum macht er das die ganze Zeit? Und wow. Echt cool. Ich meine, jetzt traue ich für ihn, aber ein cooles Detail eigentlich. Und seine Synchronstimme ist Benjamin Völz. Das ist die Hauptstimme von Keanu Reeves, David Duchovny, Charlie Sheen. Und die
passt sehr gut zu seiner echten Stimme, finde ich. Was man vielleicht auch noch, oder was man nicht weiß, er hat in Avengers Age of Ultron hat er den Ultron gesprochen im Englischen. Ja, also die englische Stimme von Ultron hat er echt gut hinbekommen. Er macht das wirklich gut. Ja, war echt klasse. Ja. Blacklist habe ich auch die erste Staffel gesehen. Da spielt er eigentlich einen ganz ähnlichen Typen, nur dass er da einen Verbrecher spielt. Aber so, er ist halt genauso von dieser Eloquenz, wie er redet und so. Nur da halt viel grausamer noch. Grausamer als ein Anwalt? Ja. Oh mein Gott. Das in der Bar war lustig. Das in der Bar war lustig. Dann gucke ich mal, wo meine Brieftasche ist. Übrigens finde ich es interessant, dass die immer von Law Firm sprechen. In Deutschland klingt das so gehoben, Anwaltskanzlei, und in den USA sagt man einfach platt eine Gesetzesfirma. Wir sind eine Gesetzesfirma. Die anderen sind eine Schuhfirma, wir sind eine Gesetzesfirma. Ja, aber in den USA ist das ja auch einfach eine Industrie wie jeder andere auch. Eben, deswegen meine ich ja. Deswegen. Ich verklag dich, ich dich auch. Ja, du wirst ja auch zugeschissen mit Werbung von irgendwelchen Anwaltskanzleien. Okay. Die in den USA war und du dir abends mal, weiß ich nicht, wenn mal keine Nachrichten liefen, die sich nur auf die USA bezogen haben, dann hast du eigentlich immer Werbung von irgendwelchen Anwaltskanzleien gesehen, die dir gesagt haben, wenn sie ihren Nachbarn verklagen wollen, wollen sie ihren Schönheitschirurgen verklagen, wollen sie den Staat verklagen, rufen sie uns an. Ganz furchtbar. Wollen sie ganz uns furchtbar verklagen, rufen sie mich an. Rufen sie bitte jemand anderen an. Das sage ich mal, das System ist halt bei denen ganz komisch, weil das mit einem Namenspartner, dass die immer so einen Namen da auf der Kanzlei draufstehen und irgendwie sehr berüchtigt in einem Staat und davor hat man dann Angst, wenn du den Namen schon hörst. Ja gut, das ist aber in Deutschland das gibt's auch so. Hier also, wenn auch, du deinen Namen hier an der großen Kanzlei mit drin hast, dann also dann wohnst du auch nicht mehr zur Miete. Ich kenne mich nicht sehr eng aus mit sowas und das fällt bald wirklich nur in den US-Serien halt auf. Mario hat ja auch einen Strafverteidiger von der Bank für seinen Knastaufenthalt. Wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, wird ihnen einer gestellt. Genau. Gibt es auch eine Folge, wo Danny Crane Pflichtanwalt ist und das ist, glaube ich, ein Kinderschänder und er schießt ihm dann irgendwann in die Knie und kommt damit durch. Aber Danny Crane. Genau. Er geht dann, glaube ich, zu Larry King. Da gibt es dann wirklich ein Interview mit dem echten Larry King. Ich wollte aber sagen, apropos zur Miete wohnen, Alan Shore wohnt im Hotel. Der wohnt tatsächlich zur Miete. Also im aber Hotel. Zur Udo Lindenberg. Ja, genau. Ja, aber die sind ja auch wirklich gefühlt 20 Stunden am Tag in diesem Gebäude. Sie kommen ja sogar nach der einen Folge, wenn sie fischen waren, in den Fischerklamotten wieder ins Gebäude. Ja. Um sich auf den Balkon zu setzen, ja. Warum machen die nicht noch einfach Schlafzimmer da rein? Dann stimmt. Können sie sich alles sparen. Das können sie wirklich machen, ja. Weil ich glaube halt, in so einer Firma oder auch so, die ist ja schon hoch, hat ja ein hohes Ansehen, ist ja eine große, berühmte Firma, da identifizierst du dich auf jeden Fall mit deinem Job. Mhm. Und da ist es auch kein Wunder, dass sie, die haben ja auch dieses Ritual, dass sie quasi nach einem gewonnenen Prozess auf dem Balkon Scotch trinken und Zigarre rauchen. Denke ich mal, weil das jetzt in mehreren Folgen passiert ist. Ja, das passiert. Und das ist ja auch immer abends. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass sie wirklich, ja, wie Ben sagt, 20 Stunden am Tag in diesem Bürogebäude verbringen. Ja. Etwas, was Feierabend mir haben die auch nicht. Wenn da irgendwas ist, kommen die auch nachts um drei nochmal dahin. Ja, so typischer Anwaltsklischee da auch eigentlich. Vielleicht ist es, wahrscheinlich ist es dann auch so. Also ich glaube, wenn du da bleiben willst und da erfolgreich werden willst, ist es wirklich so. Ja. Bei Bankern und Anwälten, da ist es bestimmt so. Aber du hast völlig recht, dieses Ritual dann abends auf dem Balkon, so endet eigentlich jede Folge. In der ersten Staffel ist es, glaube ich, noch nicht jede Folge, aber später ist es wirklich jede Folge. Da wird dann noch mal so ein tiefsinniges Gespräch geführt, eben bei Scotch und Zigarre. Und dann gibt es noch mal so ein paar Witze und es gibt noch mal so die Moral von der Geschichte. Ja, die gehen ja noch tatsächlich also oft auf die Urteile ein, die dann gefallen sind, was die für eine Bedeutung haben. Ja, das ist schon immer so ein bisschen, was haben wir heute in dieser Folge gelernt? Genau, ja, genau. Deswegen auch Moral von der Geschichte. Ja, dann, wenn wir doch schon bei der Kanzlei sind, Cranepool und Schmidt heißt sie, kommen wir doch auch zum zweiten. Cranepool und Schmidt. Zum zweiten Hauptdarsteller, der da nämlich heißt. Oh Mist, ich habe überhaupt nicht den
Jetzt hätte cool. Ich habe den Einspieler nicht. Ach doch, hier. Nein! Doch, hier, aber anders. Oh. Falls du einen Beisitzer brauchst, wäre es toll, wenn Paul Lewiston wüsste, dass ich existiere. Danny Crane. Beeindruckend. Unser Image in dieser Stadt Danny ist... Danny Crane. Ganz genau. Genau, wir kommen zu Danny Crane. Alias William Shatner. Ich bin mir ja nicht sicher, wer jetzt wen spielt. Ja, ich glaube, dass William Shatner die Kunstfigur Danny Cranes ist, wenn er Lust hat, Musik zu machen. Das habe ich nicht verstanden. Musik machen? William Shatner macht doch auch gerne mal Sprechmusik. Ja. Ja, und weil Ben ja meinte, er ist sich nicht sicher, wer von beiden halt die Kunstfigur ist. Ja, genau, wer jetzt wen spielt von den beiden, weil ich, die geben sich da nicht sehr viel, glaube ich. Ich glaube, er hatte sehr viel Spaß daran, diese Rolle zu spielen. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe dadurch eine völlig andere, völlig anderes Bild von William Shatner bekommen durch diese Rolle. Weil ich den nämlich... Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Wolltest du das jetzt sagen oder mir in den Mund schieben? Nee, hatte ihm das nicht zugetraut. Ach so, ja, genau. Also richtig, weil ich habe den eigentlich, der wird ja immer so bei Star Trek so von seinen Kollegen eigentlich als so der egoistische, total eitle, eigentlich so als die Person dargestellt, die dann in Galaxy Quest von Tim Allen gespielt wurde. Ja. Deswegen wurde er auch so gespielt. Ja, eben, genau. Das, weil das ja eine Persiflage davon ist. Genau. Und was ich aber hier irgendwie tatsächlich gemerkt habe, ist, dass der irgendwie sich schon für nichts zu schade ist. Ja, der hat kein Problem, so eine Witzfigur zu spielen. Ja, genau. Und das hätte ich halt vorher nie gedacht. Ja. Aber das ist auch mehr so, habe ich so das Gefühl, der William Shatner, den man noch aus der Öffentlichkeit kennt. Weil ich finde, der ist da auch weniger Kirk und mehr Danny Crane. Ja. In der Öffentlichkeit meinst du? Ja, genau. Jetzt vielleicht nicht, wenn er gerade arbeitet oder irgendwelche Filme dreht oder so, aber ich glaube so im Privatleben oder auch wenn er in der Öffentlichkeit irgendwie ein Interview gibt oder so, ich glaube, dann ist er eher Danny Crane als Captain Kirk. Ja, es gibt nämlich zum Beispiel so einen Ausschnitt, habe ich mal auf YouTube gehört, da macht er so einen Radiomoderator irgendwie so voll nieder, also gar nicht so inhaltlich, sondern der lässt den so als völlig dumm dastehen. Und da denkt man so, voll das Arschloch, aber vielleicht hat er das einfach nur aus Spaß gemacht und hat gar nicht gemerkt, dass er den da jetzt verletzt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier wieder den Eindruck, bei dieser Rolle wirklich, der ist sich wirklich für nichts zu schade, was der da machen muss. Der spielt ja wohl den letzten Deppen. Der ist ja auch nicht gerade vom Körperbau athletisch oder so. Nicht und mehr, nein. Es gibt Szenen, wo er irgendwie in der Unterhose da steht oder so. Ich habe es gerade gesehen, da zieht er im Gerichtssaal seine Hose aus, hat dann und will dann zeigen, dass er ein Zielkreuz auf dem Hintern hat und zieht dann, bückt sich dann mit seinem fetten Arsch und hat dann so einen riesen Zielkreuz auf dem Hintern. Aber er ist jetzt auch nicht nur die Witzfigur, das war vielleicht ein bisschen unfair. Nee. Also der hat ja schon auch ernste Momente und der wird schon auch, also über den wird nicht nur gelacht, der taucht schon auch als richtiger Mensch auf mit echten Gefühlen. Genau, das ist ein Teil von diesen Sachen, wo er eben lustig ist oder wo man eher über ihn lacht. Die haben ja auch einen ernsten Hintergrund, weil man erfährt ja relativ früh in der Serie, dass er krank ist, dass er Alzheimer hat, das immer stärker wird im Verlauf der Serie und finde, das spielt er auch ziemlich gut. Ja, aber genau, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der so ein typischer Sidekick ist, der einfach nur so der Depp ist, aber der hat ja auch andere ganz negative Eigenschaften. Der ist zu tief homophob, der ist ein völliger Waffennah, der ist ein alter weißer Mann. Genau, also das ist ein rassistischer, sexistischer alter weißer Mann. Genau, also der ist genau dieses alter weißer Mann. Ein typisches, das ist aber heute sehr wohlfühlen. Ja, ja, interessant, dass eben, obwohl er halt sehr abbaut und so weiter, dass man, also ich habe das jetzt schon gemerkt in diesen vier Folgen, dass er dennoch halt durch die Errungenschaften, die er in seinem Berufsleben davor gemacht hat, von den anderen so doll noch respektiert ist, dass er halt da nicht, dass sie eben nicht jetzt die Front sagen, so, du kannst hier nicht mehr arbeiten oder irgendwie halt mal dein Name da an der Wand steht, ja, kannst halt auch nicht mehr so leicht rausgeworfen. Nee, das nicht, aber sie versuchen also ja nicht mal in diese Richtung zu gehen, sondern sie sagen, wir fangen ihn da irgendwie auf und wir nehmen halt, die schicken dann immer jemanden noch zum Beisitz sozusagen mit in den
wie heißen die Räume? Gerichtssaal, genau. Und man merkt ja auch, oder weiß nicht, ob das die Auswahl war jetzt durch diese vier Folgen, dass er durchaus immer noch seine brillanten Momente hat. Er hat ja auch noch nie einen Fall verloren. Das ist ja auch immer so sein Markenzeichen. Danny Crane hat noch nie einen Fall verloren. Mhm, genau. Er sitzt halt aber auch immer im Gerichtssaal und hat die Augen zu. Als würde er einfach so vor sich hin dösen. Und in der Regel, man weiß es halt aber immer nicht, wann er das spielt. Also wann Danny Crane das spielt, meine ich jetzt. Oder wann er wirklich irgendwie weggetreten ist. Weil er ja so Anzeichen von Alzheimer hat oder Demenz. Und ganz oft kommt, wie du schon sagtest, im entscheidenden Punkt kommt dann aber genau sein Einsatz. Na, und viel nimmt er sich ja auch einfach raus, weil er ja auch ganz genau weiß, die Leute um ihn rum lassen ihm so viel durchgehen. Ja, und denken sich, naja, der weiß es halt nicht besser. Aber er weiß es schon oft besser. Ja, genau. Man weiß eben auch bei manchen Sachen nicht, macht er es jetzt dadurch, weil die Leute denken, gut, lassen wir es ihm durchgehen. Und benimmt sich dann so, dass er den Richter beleidigt oder sowas. Oder halt dazwischen quatscht im Gerichtssaal. Was im Endeffekt aber dann zum Gewinn des Falles führt. Ja. Es gibt eine Person, mit der die verarscht er nicht mit seinem Tun. Kommen wir gleich noch zu. Das ist Paul Lewiston. Mit dem gerät er öfter mal aneinander. Ja, auch in einer der Folgen, die ich da ausgewählt habe. Auf der Herrentoilette. Oder? Ich übertrenne mich gerade gar nicht mehr schon, ja, oder? Ja, genau. Ja, aber der ist ja, also puh, der ist ja auch so ein bisschen da der, also ich will erstmal fragen, ich finde, es gibt in dieser Serie echt viele, viele Rollen. Also die beiden sind zwar so die Hauptdarsteller, aber eigentlich ist die Liste von Charakteren, die auch Zeit in der Serie bekommen, die ist schon echt lang. Ja. Es wechselt ja auch wirklich Charaktere innerhalb einer Staffel und ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so viele Charaktere ausgetauscht hat. Das stimmt. Ja, und aber halt auch, also die kommen ja jetzt auch nicht alle nur mal 2 Minuten vor. Die bekommen ja alle Zeit. Ja. Also das ist schon ein echt großer Cast, finde ich. Auf die anderen braucht man nicht alle so ausführlich eingehen, finde ich, aber die sind trotzdem nicht nur irgendwie Co-Stars. Mhm. Nee, also die haben dann teilweise wirklich 20, 30, 40 Folgen, die sie mitgespielt haben. Zwar nicht von Anfang an, aber dann mittendrin mal jemand 40 Folgen, dann gegen Ende jemand 40 Folgen. Also das ist schon echt krass, was sie da aufgebaut haben. Ja, eben. Und hier Paul Lewiston zum Beispiel, der wird zwar eigentlich gar nicht immer so sympathisch dargestellt, finde ich, aber der hat mir eigentlich immer ein bisschen mehr leid getan. Ja, weil der da auch. So wie der, weiß ich nicht, wie der Kindergärtner unterwegs ist und versuchen muss, versucht alles dass sie sich alle mal ein bisschen mehr wie Erwachsene benehmen können. Und nicht die ganze Zeit nur ihre dummen Spielchen, sondern wir betreiben hier ein Unternehmen und versuchen Geld zu verdienen. Und jetzt versuchen auch nicht pleite zu gehen, weil wenn man die Folgen, die Serie weiterguckt, Der ist, glaube ich, sowas wie so der Niederlassungsleiter da von dieser Kanzlei in Boston. Also der ist ja selten vor Gericht zu sehen, oder ich glaube nie. Mm. Aber der ist halt so der Manager, so der sich um alles kümmert. Und ja, man muss ja auch sagen, sein Name steht nicht an der Wand. Richtig, er ist zwar ein Partner, aber er ist kein Gründer. Kein Seniorpartner. Genau. Kein Firmengründer. Seniorpartner weiß ich gar nicht, ob das nochmal was anderes ist. Aber auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, Danny Crane als Senior Partner angesprochen dass auch diese Leute austauschbar sind. Ja, stimmt. Ja. Genau. Paul Lewis. Das. Nee, sag ruhig. Ich wollte nur sagen, der wird gespielt von, und jetzt hoffe ich spreche es richtig aus, Aubergenois. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Odo. Latein gewählt in der Odo. Schule. Von Odo. Ich glaube René Aubergenois. Klingt so, als wäre er vielleicht auch Kanadier. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, er ist Amerikaner. Okay. Ist er auch bestimmt nicht so ausgesprochen, wenn er wirklich Amerikaner ist. Dann bestimmt Aubergenois. New York City. Schweizer. Ja, war sein Vater. Du hast recht, ja. Sein Großvater war Schweizer. Mhm. Der Schweizer Maler René Aubergenois. Siehst du mal. Verheiratet mit der französischen Prinzessin. Okay. Ich kann nicht aussprechen. Nachfahren des napoleonischen Marschalls und Königs von... Ja, okay, es wird jetzt kompliziert. Wow. Kennen ihn alle? Ja, oder? Oh, du hättest jetzt aber noch zu Ende sagen können. Und Königs von Neapel, Joachim Murat.
Das kann ich nicht aussprechen als Österreicher. Ach so. So wie einer Schwester Napoleons. Alter, Caroline Bonaparte. Krass. Ja. Er lebt nicht mehr. Vor kurzem gestorben, also 2019. Ja. Wir kennen ihn alle als Odo, du hast ja schon gesagt, Ben. Nee, Jan. Bis nein. Irgendjemand hat es gesagt, ich weiß nicht. Ja, ich hatte es gesagt. Yves Was. Ja, der ist schon sehr, immer sehr bedacht auf die Firma, auf das Wohl der Firma, aber mir tat er auch tatsächlich immer leid, weil der versucht immer alles zusammenzuhalten, was auseinanderfällt. Ja, und die anderen nehmen ihn alle immer gar nicht so ernst, wie er es. Ja, ja, ja. Wie, also zum einen, wie er es verdient hat, aber wie er es ja auch erwartet, weil er ja eigentlich so ein bisschen der Boss ist, weil er sein Job ist, das alles so am Laufen zu halten. Und aber also gerade so Leute wie Alan und also die beiden Hauptcharaktere, die kümmert es eigentlich immer ziemlich wenig, was er sagt. Ja. Und es gibt auch immer so schöne Szenen, wo er einfach im Hintergrund steht und mehrfach irgendwie den Kopf schüttelt. Oder einfach sagt, man sieht, dass er es gar nicht glauben kann, worüber hier gerade geredet. Wenn sie alle so schon 3 Schritte weiter sind, das Problem zu lösen, also, sie hat ihn umgebracht. Ah, genau, da war das so, genau. Mit der Pfanne? Also, ja, das ist sehr, am besten sollte sie sich schuldig bekennen, bla bla bla. Moment, sie hat ihn umgebracht. Zum Beispiel, genau. Ja, ja, Betty White, die kannte ich eben, spielt auch mit. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass der Altersdurchschnitt in dieser Serie etwas erhöht ist. Ja. Ja. Die spricht ihn ja auch an auf sein Gesicht, weil sie haben aber ein komisches Gesicht. eine Anspielung an seine Odo-Vergangenheit. Ja, ja, genau. Genau. Betty White ist eigentlich nicht im Hauptcast. Die kam jetzt in diesen Folgen hier vor, zufällig, weil die jetzt genau in der ersten Staffel da und in der zweiten Staffel auftritt. Die lebt immer noch. Die lebt immer noch, ja. Ja, die lebt immer noch. Und sie wird auch noch immer weiterleben, glaube ich. Betty White. Die und die Queen haben irgendein Geheimnis. Das ist vielleicht die gleiche Frau. In einem halben Jahr wird Januar 100 Jahre. Echt? Alter, ich sehe es gerade. Ja. 100 Jahre. 17. Januar 1922. Krass. Cool. Ja, bekannt durch die Golden Girls. Ja, ja, richtig. Die hat aber auch eine sehr schöne Rolle hier, finde ich, in der Serie. Sie zickt ja immer Shirley Schmidt so ein bisschen an und kokettiert mit ihrem Alter. Das kommt ja, glaube ich, auch in den Folgen, die wir hier uns angeguckt haben. Ja. Und ist zwischenzeitlich Sekretärin von Alan. Wird dann wieder aber als Sekretärin entfernt und kommt dann später aber wieder als so ein Catering. Mhm. Genau, da kommt sie ja auch schon in einer der Folgen. Ist sie zwar noch nicht mit Catering, den Keksen. Aber da kommt sie schon mit den Keksen, genau. Und Odo wie als einziger, wer ist das? Wer genau. Ist das? Alle greifen. Wo geht's denn? Wer ist diese Frau? Da zieht sie ja noch über die blondierten Haare von einer Frau her und da wird sie nachher drauf angesprochen. Ich fände es schön, wenn sie nicht mehr auf meine Haare zu sprechen kommen. Also gut, ich dachte, ich rede nicht über ihre Augenbrauen. Ja, ja, sie hat anscheinend das Spiel des Stichelns über Jahrzehnte perfektioniert. Ja. Wen ich auch sehr mag, und die spielt ab der 11. Folge, glaube ich, mit bis zur letzten Folge, ist Shirley Schmidt. Also Schmidt von Crane, Pool und Schmidt. Ja, also das wird wirklich Schmidt gesprochen, auch im Englischen. Genau. Ich bin Schmidt. Crane, Pool und Schmidt. Ich bin Schmidt. Genau. Und die wird so am Anfang immer als die dargestellt, die alle feuert, weil sie sagen auch immer, sie wurde geschmittet. Also sie sorgt sich auch sehr um das Wohl der Mitarbeiter und ist sehr, wie will ich sagen? Die Matriarchin. Ja, die Matriarchin, das klingt so. Ja, aber so die hat auch ein gutes Herz. Ja, so, das wollte ich sagen, so, genau. Ja. Ja. Ja, die mochte ich auch immer sehr. Kennen wir dann ja zwei der Namensgründer? Ich weiß nicht, gibt es den Pool auch? Den gibt's auch. Der ist der erste Folge. Der ohne Hose rein. Der ohne Hose. Ja, okay, gut. Das ist Pool und der wird gleich in der ersten Folge entsorgt.
Ja. Danny sagt noch so, ruh dich erstmal aus, bald ist alles wieder gut und wendet sich dann zu Tara um und sagt, cancel seinen Zugriff als Partner. Genau, seine Parkhauskarte. Genau. Entmagnetisiere seine Parkhauskarte. Wieso? Der ist fertig. Genau. Aber ich wollte noch sagen, Shirley Schmidt wird gespielt von Candice Bergen. Die Schauspieler kenne ich eigentlich gar nicht. Kam mir vorher nie so richtig bekannt vor. Ich habe jetzt gelesen, das war die erste weibliche Moderatorin von Saturday Night Live. Okay. Habe ich jetzt auch nicht so regelmäßig. Ja. Nee, aber das ist ja so ein Kult Comedy-Musik. Ja, aber ich verbinde sie auch eigentlich nur mit der Rolle. Ja. Ja, ich auch. Ein Charakter, den ich nie leiden konnte und auch jetzt wieder nicht, ist der Marine. Brad Chase. Ja. Echt? Ist das der mit dem super mega langweilig. Kiefer? Super langweilig. Ja, genau. Das ist ja. Der Kiefer, genau. Das meine Kiefer. Güte, ist der langweilig. Der auch am Anfang wieder also eingeführt wird in der ersten Folge, so er kommt zurück nach Boston, um auf Danny Crane aufzupassen oder sowas. Der wird gespielt von Mark Valley und der spielt auch den Partner von Olivia in Fringe in der ersten Staffel. Ich weiß gar nicht mehr, ob der dann stirbt oder ob der dann weg ist. Aber da spielt er auch mit, daher kenne ich den. Ja, du hast schon recht. Ich glaube, der wurde konzipiert auch extra als Gegenspieler von Alan. Für Alan. Ja, ja, das geht ja so los in der ersten Folge. Genau. Ich finde aber, es gibt später ein paar gute Szenen und Folgen mit ihm. Ja, vielleicht habe ich die, aber das waren anscheinend nicht genug. Ja klar, der wird ja absichtlich allein schon, so wie der aussieht. Als der Langweiler und so dargestellt. Und irgendwann gibt es auch so eine Szene, wo Alan sagt, da muss der irgendwie undercover gehen. Und da sagt Alan, verwuschel dir einfach ein bisschen die Haare, fasst ihm so an den Kopf. Oh, die sind unverwuschelbar. Ja, der ist halt wirklich, ja, so stell dir vor, wie ein Marine aussieht, wenn er irgendwie 3 Jahre raus ist. Es gibt ja nachher noch so. Genau so. Ja, es gibt dann nachher noch eine Szene, wo der als Buzz Lightyear auftritt. Oh ja, und ja. Die am Ende dann gegeneinander kämpfen. Genau, wo zwei im Buzz Lightyear-Kostüm dann gegeneinander kämpfen. Ja, weil hier Alan Shore auch im Buzz Lightyear-Kostüm plötzlich dasteht. Ich glaube, das ist nicht Alan Shore, sondern das ist noch ein anderer Anwalt, der in der dritten Staffel dazukommt. Ja, das kann sein. Aber auf jeden Fall kämpfen sie am Ende dann auf dem Parkplatz. Genau. Gegeneinander. Weil sie oben rausgeworfen werden, sieht man am Ende, wie sie unten noch kämpfen. Ja, und der wird gesprochen von Thorsten Michaelis, das ist der Synchronsprecher von Sean Bean. Ja. Deswegen, ich habe am Anfang erst überlegt, die Stimme, und dann habe ich es gemerkt, ja. Das ist halt diese Standardstimme von Sean Bean, also auch im Herr der Ringe und so weiter. Okay. Ja, der steigt auch irgendwann aus, ich glaube, nach 3 Staffeln. Ja, traurig. Paul Lewiston aber übrigens auch. Der ist, glaube ich, in der 4. Staffel auch nicht mehr dabei. Das ist eher traurig. Ja, das stimmt tatsächlich. Wobei viele Schauspieler oder viele Charaktere später nochmal in einzelnen Folgen wiederkommen. Also in späteren Staffeln durften die alle nochmal ihre kleinen Auftritte haben. Gerade so gegen Ende, dann kam auch Betty White nochmal wieder für eine Folge. Da haben sie nochmal so viel aufgetrumpft. Also wussten, jetzt ist vorbei. Genau, da haben sie viele Leute nochmal zurückgeholt. Ich habe mir sonst auch jetzt gar niemanden mehr sonst aufgeschrieben. Ich finde. Ja, ich finde, das macht auch gar keinen Sinn, wenn wir jetzt auf alle irgendwie eingehen. Nee, es sind so viele. Viel zu viel. Ich mag diesen Autisten noch sehr, der später auftritt. Jerry die Hand Espenson, genau. Genau. Der ist ja auch erstmal nur für eine Folge dabei und wird dann später nochmal wieder, kommt öfter vor. Aber den kennen jetzt Jan und Mario gar nicht, weil der kam nicht vor. Deswegen lassen wir den jetzt einfach mal weg. Ja, und dann gibt es noch eine Reihe von jungen Anwälten, zum Beispiel Tara Wilson. Und da muss man aber sagen, zumindest die in der ersten Staffel, die werden sehr schnell ausgetauscht durch andere in anderen Staffeln. Mhm. Und ich finde da spätere auch interessanter von ihrem, was sie da so machen in der Serie. Mhm. Ich finde in der ersten Staffel finde ich Tara tatsächlich am interessantesten. Das ist die dunkle Rona Mitra. Genau, die von Rona Mitra gespielt wird. Genau, Rona Mitra ist die Schauspielerin. Also quasi die Freundin von Alan Shore zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. Generell muss ich sagen, das habe ich schon damals gedacht und das habe ich auch jetzt wieder gedacht, gerade in der ersten Staffel, bis Shirley Schmidt auftritt, sind alle Frauenrollen irgendwie Models. Alle Frauenrollen, genau. Ja, aber auch nur die Frauenrollen. Nur die Frauenrollen, genau. Das ist ja wieder so das Klischee eigentlich. Die Männer in Hollywood sind uralt.
wenn sie irgendwelche Rollen spielen. Also weil bei den Männern oder Marines. Nur hier oder Marine. Genau, der Marine. So. Genau. Und die Frauen sind dann die jungen Hüpfer. Mhm. Ja, da muss Shirley erstmal ein bisschen aufräumen. Da muss Shirley ein bisschen aufräumen, die räumt aber interessanterweise so auf, dass sie die alle rauswirft. Mhm. Ach, macht sich dann echt so in der Serie. Das ist so in der Serie. Und zwar eine von den beiden Frauenrollen macht einen Sexismusfall auf. Und zwar gegen Danny Crane. Das muss man auch sagen, Danny Crane und Alan Shore sind eigentlich beide sehr sexistisch. Mhm. Bei Danny Crane hätte man gesagt, das passt total, aber ich glaube, Alan Shore ist da ganz ähnlich. Und die andere wird nämlich dann auch versetzt. Das ist eine seiner Sekretärinnen oder seine Sekretärin, weil er die auch irgendwie jetzt nicht begrapscht, aber irgendwie immer irgendwie anzügliche Sprüche macht und die beschwert sich auch. Und deswegen versetzt die dann nämlich Shirley, nachdem sie aber Ellen nochmal aufträgt, sich bei ihr zu entschuldigen und dass sie dann keine Nachteile hat, sich bestätigen lässt. Und dann kommt nämlich Betty White. Dann gibt sie ihm nämlich Betty White als Sekretärin. Mhm. Laurie ist das wahrscheinlich, oder? Die Blonde. Das ist nicht Laurie, das ist ja keine Sekretärin, aha, aber Laurie ist die, die gegen Danny Crane feilt. Ja, das meinte ich. Ja. Genau, ja. Die Tara Wilson, hier ist mich voll irgendwie an Lara Croft. Die hat auch mal Lara Croft gespielt. Ja, das war das Model für Lara Croft tatsächlich. Ach, das Model. Das Werbemodel für Lara Croft. Diese Lippen, weil wirklich, das ach, dachte ich mir, boah, das ist die Lara Croft, die hat das doch, ach, mal so irgendwo mal damals gemacht, das sieht ja nicht voll daran irgendwie. Ja, ja, die hat ganz viele Plakate okay und so weiter gemacht. Diese ich kenne mich die Schauspieler nur aus Underworld. Ja, du musst mal drauf achten, der Folge. Die spielt echt mit den Lippen nonstop. Das weiß nicht, das hätte sie für Botox drinnen. Keine Ahnung. Das könnte sein. Aber deswegen. Aber ich kenne tatsächlich wirklich nur aus Underworld, die Schauspielerin. Ist das da die Hauptcharakterin? Nee, nee. Nur in einem Film. Also es ist nicht die andere. Das ist nicht die mit dem kurzen schwarzen Haaren. Ah, klar, nein, das ist nicht die. Genau. Ja, ansonsten kann man noch sagen, dass es viele Star Trek-Schauspieler gibt, so in Nebenrollen. Und auch viele andere Stars, die mal Rollen, Nebenrollen spielen. Aber ich finde, vom Hauptcast müssen wir jetzt, also mir fällt niemand ein, den ich jetzt noch besonders nennen würde. Nö. Nee, muss man jetzt auch nicht. Das ist einfach zu. Also sie haben halt wirklich. Das reicht auch für so einen groben ja, Überblick über die Serie. Die haben halt für die Gaststars haben sie richtig was aufgefahren, wirklich teilweise, aber das jetzt alles zu nennen, das sprengt. Ja, aber die Gaststars können wir ja nochmal nennen, die bekannte Schauspieler sind. Alle. Zum Beispiel Freddie Prinze Jr. kommt gleich in der zweiten Folge vor als Donny Crane. Ja, stimmt. Und er kommt immer mal wieder. Tom Selleck kommt vor, Michael J. Fox, Betty White, haben wir schon gesagt. Wes Craven spielt irgendwann ein Cameo als sich selbst und Larry King ebenso. Und dann die ganze Star Trek-Schiene halt, ne? Ja. Mhm. Quark. Ja, Armin Shimmerman, genau, ja, als Richter. Das finde ich immer noch toll. Ja. Da habe ich mich beim ersten Mal sehr gefreut. Ja, und dann gibt es auch die Szene, ich habe das neulich Jan schon mal vorgespielt. Da gibt es dann auch so eine Szene, wo die sich so gegenüberstehen. René Auberjonois und Armin Shimmerman und quasi so genauso einen Dialog haben, wie Odo und Quark ihn so hatten, wo sie so, sich so angiften. Und Jerry Ryan spielt mit, Ethan Phillips ist ja, glaube ich, wie heißt er bei Voyager? Neelix. Neelix, genau. Scott Bakula spielt irgendwann mal mit. Also ja, alles Mögliche, was Star Trek so hat. Du hattest ja auch gesagt, es gibt immer ganz viele Anspielungen auf die Schauspieler oder auf die Karrieren hier. Mark Wally war tatsächlich beim Militär und deswegen wahrscheinlich auch diese Marine-Anspielung. Ich habe nämlich gerade gelesen, er war die meiste Zeit in Berlin stationiert und spricht seitdem auch fließend Deutsch. Ach guck, Wunderknabe. Ja, ein richtig guter Mann. Ja, Deutsch kann ich auch. Nicht nur gut aus. Hat auch noch was drauf. Sein Kiefer kannst du Brot schneiden. Träumchen. Und Fleisch klopfen. Ja, aber wie gesagt, es gibt später schon so ein paar gute Folgen, wo er ja, gut, ja, das kann ja sein, aber weil der ist abgeschrieben, das ist mir egal. Ja, also, ja, ich hatte den Eindruck, er ist halt ja wirklich dazu da, dass der Charakter von Ellen einen Gegenspieler hat, mit dem er aber auch glänzen kann. Mhm.
Also einen Kontrahenten, den er aber nicht wirklich ernst nimmt, weil er ihm überlegen ist. Jedenfalls habe ich dieses Gefühl jetzt aus den 4 Folgen gekriegt. Ja. Und er ist ja Partner. Nee, er sagt, glaube ich, in der ersten Folge, I outrank you. Ja. Und dann sagt Alan Shore, yes, and I'm such a slut for authority. ich wollte nur mal eine gute Folge nennen, die jetzt nicht dabei ist, weil es da noch ein anderes Beispiel gibt, so für um was für Themen es sich handelt. Da gibt es in der zweiten Staffel so einen kleinen Story-Arc, wo ein Kind entführt wird. Und er versucht das zusammen mit einer Anwaltskollegin, die ist in der ersten Staffel noch gar nicht dabei, zu befreien, weil sie kriegen immer so vom FBI Hinweise. Also gibt es so einen FBI-Agent, der sagt immer, er kann nichts machen, aber wenn ihr jetzt hier meine Marke mitnehmen würdet, dann könntet ihr ja vielleicht euch Zutritt verschaffen oder so. Und dann, dann schaukelt er sich so hoch, was die beiden zusammen machen. Und dann hackt Brad Chase dem Priester an seiner Tür die Finger ab. Mit einer Axt, versehentlich. Will er eigentlich nicht, aber passiert dann so. Also das schaukelt sich immer weiter hoch. Passiert halt so. Genau. Und kriegen sie das, dann retten sie den Jungen auch. Und dann müssen halt, in der nächsten Folge steht er dann vor Gericht. Und Danny Crane verteidigt ihn dann. Und ja, bekommt ihn natürlich frei, weil er ja nie einen Fall verliert. Aber das ist so eine Folge, die ein Arc, der mit ihm gut ist. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich, er ist eine langweilige Figur. Und er ist ja auch der Spielverderber. Ist es hauptsächlich so? Ja, und so prinzipientreu. Ach, schlimm für einen Anwalt, ne? Prinzipientreu. Aber ist das eher eine Serie, die hat so. Früher hatten Serien oft so von Episode zu Episode Geschichten, die halt dann abgeschlossen waren, vielleicht 2-3 Episoden lang waren. Heutzutage gibt es ja. Staffelüberspannende Handlungsbögen und dann gibt es die berühmten Filler-Episoden, wenn es eben mit dieser Hauptgeschichte nicht weitergeht. Die Serie fällt erst eher in die erste Kategorie, oder? Ja, eher in die erste Kategorie, wobei es gibt oft ein oder zwei Geschichten und das müsstest du in der einen Folge auch gemerkt haben, die erstreckt sich dann tatsächlich über mehrere Episoden. Das ist da so ein Arc wie bei Clone Wars oder so, das sind ja immer so ein paar Episoden. Mit dem hier, Mann in der Tiefkühltruhe. Das zum Beispiel sogar, genau, dann waren da sogar 2 drin. Und das mit diesem Priester und diesen jungen Anwälten, das war auch sowas, das hat sich über mehrere Folgen erstreckt in der einen Folge. Okay. Also es gibt immer so beides so ein bisschen gemischt. Aber grundsätzlich ist das so Cases of the Week. Und dann gibt es aber immer wieder Referenzen und Rückbezüge auf ganz viele Sachen. Mhm. Und auch so Dauerbrenner, wie ich hatte schon mal gesagt, so dieses Thema mit dem Lachs. Das kommt immer wieder vor, dass der Lachs gefährdet ist durch den Zuchtlachs. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das da ein aktuelles Thema war, aber das die eine Folge, wo sie eben über Rindfleisch und BSE und so weiter einen Prozess haben, da dachte ich dann auch, oh, müsste ich mal nachschauen, wann das eben gedreht wurde, ob das eben zur Zeit dieser BSE-Nachrichten war. Oder eben. Ich glaube, das war ja in den 90ern oder schon in der ich wusste, wie gesagt, nicht, dass die Serie 2005 oder 2006 angefangen hat. Aber vielleicht spielt die ja eher in den 90ern, dass sie auf so Sachen Bezug nehmen. Nö, aber das ist ja immer noch ein Problem und das haben sie da einfach aufgegriffen. Ja. Was sind denn so Sachen, wo du meinst, dass die heutzutage deutlich besser passen? Nicht deutlich. Es gibt in der zweiten Staffel eine Episode, oder in der ersten Staffel, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und die wollte ich eigentlich auch auswählen. Ich habe sie dann aber irgendwie nicht mehr gefunden. Da gibt es einen Lehrer an der Schule, der verbietet der lässt an den Fernsehgeräten in der Schule ein Gerät anbringen, in dem man einen Sender nicht mehr sehen kann. Also das sind so Right-Wing News. So ein Right-Wing News-Channel. Ja, Fox halt. Zum Beispiel. Und da klagt ein Schüler dagegen. Und das ist auch wieder so ein Thema, was Alan Shore letztendlich gewinnt, weil er den Schüler vertritt, aber er ist eigentlich anderer Meinung. Aber da ist er argumentiert dann letztendlich wieder so, dass man, wo will man denn aufhören, wenn man jetzt hier die Zensur beginnt? Wer entscheidet denn, wo es beginnt und wo nicht? Weil wenn er jetzt irgendwie andere Channels auch blockieren würde, das
warum hätte er das Recht dazu als Lehrer? So, das war so seine Argumentation, gewinnt damit natürlich auch. Und das meine ich, ist heute eigentlich noch viel aktueller, weil wir diese Diskussion inzwischen ja bei Facebook und so weiter haben. Ja. Ob die Social Networks das Themen blockieren können, sollen, dürfen oder sogar müssen. Oder müssen, ja. Ja. Und ansonsten gibt es auch einfach so zeitlose Dinge. Es gibt so eine Folge, da wendet ein Polizist Foltermethoden an, den verteidigt dann auch Alan Shore und hält dann eben auch so ein Plädoyer, was eben einfach wieder diese Doppelmoral klar werden lässt. Denn er fängt dann so an, wie Amerikaner lieben Folter, solange es nicht im eigenen Hinterhof geschieht, und erzählt dann einfach von Guantanamo und so weiter. Und das ist einfach auch wieder so ein Plädoyer, wo er einfach durch das Aufzeigen der Doppelmoral die Geschworenen auf seine Seite kriegt. Ich habe den Eindruck, dass da viel über die Plädoyers läuft, was dann so das Zünglein an der Waage für einen Prozess ist. Oder gibt es da so, ich hatte jetzt bei den Prozessen oft den Eindruck, oh, es sieht nicht gut aus für die, und dann wird das Plädoyer, reißt es nochmal herum, das Steuer. Na gut, ich meine, es ist halt zuallererst, trotz allem, es ist eine Fernsehserie. Ja, eine Fernsehserie. Aber du kannst es natürlich in so einem Justizsystem, wo du so eine Laienjury hast, kannst du damit natürlich nochmal einen größeren Effekt erzielen, als wenn du dich vor einen Berufsrichter stellst und da irgendwie eine große emotionale Nummer abziehst. Da ist der ja eher in der Lage zu gucken, ja, kann schon sein, aber Gesetz ist halt so. Ja, genau. Und da gibt es auch dann eine verschiedene Anzahl von Richtern, und die einen, da weiß man schon, je nachdem, welcher Richter dann irgendwann in dieser Folge auftaucht, weiß man schon, aha, diesmal geht es eher so ins Komödiantische oder hier kreisen sie auf Granit oder so. Mhm, okay. Weil die Richter kommen halt sehr oft vor. Also es ist nicht jedes Mal ein anderer oder so, sondern man sieht viele von denen wirklich sehr oft. Dann kann sich da ja auch eine Beziehung aufbauen. Aber dann ist das ja ein bisschen so, wie wenn Dr. House eine Viertelstunde vor Serienende eine Diagnose stellt, kannst du dir sicher sein, dass es nicht die Krankheit ist. Ja, vor allem, wenn jemand Lupus aufbringt. ist vielleicht nochmal zu dem Rechtssystem, ich kenne es ja auch nicht wirklich, aber zum einen habe ich verstanden, dass das Boston irgendwie so ein Gerichtsstandort ist, so einer für Zivilrecht, weil das ist ja eine Anwaltskanzlei für Zivilrecht, eigentlich nicht für Strafrecht. Manchmal geht es auch um Mord oder irgendwelche anderen Strafrechtsdelikte, aber eigentlich ist das eine Zivilrechtskanzlei. Und Boston scheint da irgendwie so ein gehobener Standort zu sein. Vielleicht ist das irgendwie so ein oberes Verwaltungsgericht oder sowas. Deswegen gibt es da so viele Fälle. Und deswegen ist diese Kanzlei auch in Boston. Und die haben halt aber auch in anderen Teilen der Welt und des Landes Kanzleien, um so strategische Prozesse führen zu können. Und dann oder in London. Zum Beispiel, wie in der ersten Folge. Dann gibt es ja noch einen Unterschied. Manchmal gibt es Verhandlungen, wo nur Richter sind, und manchmal gibt es welche mit Geschworenen. Und ich habe so verstanden, zuerst wird mal vom Richter entschieden, ob das überhaupt in eine Verhandlung, ob es überhaupt einen Prozess gibt. Genau, ob es überhaupt einen Prozess gibt. Genau, das nennt man, glaube ich, Trial auf Englisch, Prozess. Und diese Trials sind dann halt immer mit Geschworenen. Und da ist dann der Richter sozusagen nur noch Moderator, weil da entscheiden dann die Geschworenen. Aber erstmal entscheidet der Richter. Ja, genau, der musste halt die ganze Zeit gucken, dass die Gesetze eingehalten werden und soll das Verfahren so ein bisschen führen. Aber die Entscheidung, ob es eine Verurteilung gibt oder nicht, die trifft ja der Richter dann nicht. Genau, aber der trifft also das Strafmaß verhängt der Richter dann schon wieder. Ja. Aber die Entscheidung, ob es eine Verurteilung gibt. Der trifft aber erstmal die Entscheidung, ob es sich überhaupt lohnt, in so ein Trial zu gehen, oder? Ja. Deswegen gibt es da nämlich auch immer mal wieder Verhandlungen, wo nur der Richter ist und keine Geschworenen. Das sind dann noch nicht die Prozesse. Ja, das war doch hier bei Alan Shore, als er in der Bar diese Prügelei angezettelt hat, genau. Da standen sie, das sah ja aus, wäre das so ein Gang gewesen tatsächlich, wo man direkt vor den Richter geführt wird. Ich glaube, da sind auch gefühlt 15 Verhandlungen pro Minute oder so, weil das wird ja einfach nur fließbandmäßig runtergeprügelt, bevor es dann zur richtigen Verhandlung kommt. Wie in Las Vegas. Gefühl. Keine Hochzeiten, sondern die Verknackung. Da habe ich übrigens auch ein Zitat dann genau zu dieser Szene, wenn du sie schon ansprichst.
Er hat in einer Bar jemanden bezahlt, damit er einen anderen schlägt. Euer Ehren, der Kerl hat meine Ehre beleidigt. Nach dem Kneipenkodex war ich verpflichtet, darauf zu reagieren. Da wir in Amerika sind, habe ich einfach ahnungslose Krieger angeworben, die keine Ahnung hatten, worauf sie sich einlassen. Ja, das gerade ist so lustig. Habe ich mir Keanu Reeves vorgestellt. Und ja, ich stelle mir immer Mulder vor. Oh ja, stimmt. Ja, aber das zeigt ja auch so schön, wie das System da funktioniert oder auch eher nicht funktioniert. Weil es ist ja quasi egal, was das Gesetz sagt, wenn er oder sie schuldig gesprochen wird, ist die Person schuldig und wenn sie nicht schuldig gesprochen wird, ist sie nicht schuldig, obwohl das Gesetz eventuell etwas ganz anderes sagt. Da kann ich einen guten Film empfehlen, wie heißt der? Primal Fear, glaube ich, mit Richard Gere und Edward Norton, genau. Den habe ich, glaube ich, gesehen, ja. Ich kenne, glaube ich, nur Primal 1 bis 3. War dumm's. Ist Primal 4 nicht auch ein Videospiel? Der vierte Teil. Also wirklich 4 wie Angst, oder? Ah nein, hier, Primal 4 ist eine Power-Metal-Band aus Deutschland. Jetzt! Okay. Na dann. Danke, Wikipedia. Wie Angst halt. Ja. Ja. Zwielicht heißt der Film auf Deutsch. Mit Kann Richard ich hier Edward Norton, das, genau. Das Debütwerk von Edward Norton und ein sehr guter Film. Und warum bist du jetzt darauf gekommen? Weil es da auch um die Beeinflussung von Richard Gere spielt Edward Nortons Anwalt und auch eben Jury und so weiter. Und Recht ja, sehr spannend. Gegen Unrecht. Und ja, viel mehr möchte ich da auch nicht sagen. Da gibt es ja auch nach wie vor den sehr hervorragenden Film aus den 50ern, glaube ich, Die 12 Geschworenen. Den man sich durchaus mal angucken kann. Da geht es nur darum, wie 12 Geschworene in einem Zimmer sitzen und das Urteil fällen müssen. Ein Kammerspiel. Ja. Mhm. Genau. Und so der Haupt, es sind, glaube ich, alles bekannte Schauspieler, die da mitspielen, aber so der Hauptdarsteller ist, wie heißt der bei Spiel mir das Lied vom Tod den Bösen gespielt hat? Frank. Sinatra. Nein, der Böse heißt halt Frank. Phil, das weißt du doch, oder? Was? Wie heißt der Beispiel, mir das Lied vom Tod den Bösen gespielt hat? Der Schauspieler. Ja. Ja, der mit den blauen Augen. Genau. Der sonst immer den Guten gespielt hat. Henry Fonda. Henry Fonda, genau. Der spielt da sozusagen die Hauptrolle. Einer von den 12 Geschworenen. Und das ist am Anfang nämlich der Einzige, der von der Unschuld oder der, nee, berechtigten Zweifel, sagt man ja immer. Wenn man berechtigten Zweifel hat, dann darf man nicht gegen den Beschuldigten stimmen und er ist der Einzige, der am Anfang berechtigte Zweifel hat und dann sieht man halt so, dieser Film, der gesamte Film geht darum, wie nach und nach alle umfallen, von denen, die am Anfang völlig überzeugt sind von der Schuld des Angeklagten. Das ist ein guter Film, finde ich. Aber zurück zu Boston Legal. Ja, also es fühlt sich ja wirklich teilweise dann vor Gericht so an, als würde man, weiß ich nicht, hier einem Vorwerkvertreter zuhören, der unbedingt seinen Staubsauger verkaufen will. Weil letztlich kommt es ja wirklich nur darauf an, welche Seite sich besser verkauft und nicht welche Seite jetzt im Recht ist oder Recht hat. Sondern es kommt ja wirklich nur darauf an, wer die besseren Argumente vorbringt. Ja, wobei da kann ich halt ganz schwer einschätzen, wie viel davon jetzt halt Serie ist und wie viel das mit der Realität noch zu tun hat. Klar. Also weil gerade so dieses, es sieht immer so aus, als würden sie den Fall verlieren, aber mit dem Plädoyer am Ende reißen sie es nochmal voll raus. Das gibt's bestimmt mal, aber also, dass es der Normalfall ist, das halte ich jetzt für eher ausgeschlossen. Ja, du musst dir dazwischen dann immer andere Fälle denken. Also genau. Das ist halt einfach, das muss halt für den Spannungsbogen in der Episode ist natürlich hilfreich. Aber ich meine, es ist halt auch keine Dokumentation. So, das ist halt, ich stelle mir jetzt immer die Anwälte der Gegenseite vor, wie sie ihnen denken, scheiße, jetzt kriegt der wieder Plädoyer im Drehbuch und ich nicht. Wieder ein Fall verloren. Aber Ben, du musst dir nicht dazwischen die anderen Folgen denken, weil Danny Crane hat noch nie einen Fall verloren. Nein, die langweilig sind, die von Anfang an klar sind quasi und nicht die erst mit dem Schlussplädoyer entschieden werden. Verstehe. Ja, die sehen wir halt einfach nicht, diese langweiligen Fälle. Ja. Weil die haben ja wahrscheinlich mehr als einen Fall pro Woche. Das stimmt. Ansonsten würde die Kanzlei ja pleite gehen. Ja, aber du kannst ja auch sicher sein, dass die Partner nicht bei jedem, also die Fälle, die die selber persönlich Anwälte vor Gericht verhandeln, das sind garantiert nicht viele. Ja, manchmal geht es ja auch gar nicht vor Gericht oder also selbst wenn sie verloren haben, weil dann greifen sie einfach zu anderen Maßnahmen. Wie dieser Erpressungsfall mit diesem Vater, der
die Kinder nicht in das andere, ja, in den anderen Bundesstaat ziehen lassen wollte. Stimmt. Einfach mal eben eine Nutte verkauft. Das war wieder so eine Schornnummer. Fotos gemacht. Ja. Genau, aber das passiert tatsächlich oft in der Serie, dass es gar nicht vor Gericht geht, sondern dass irgendein Fall auch einfach in den Besprechungsräumen geklärt werden, wenn sich beide Parteien treffen. Ja, ein Vergleich. Ja. Das gibt's ja. Ja, das weiß ich durchaus. Ja, aber die macht man normalerweise auch vor Gericht. Ja, genau. Also ich meine, das hier ist ja eigentlich vorher eine Einigung bevor sie dann vor Gericht gehen. Ich kenne den Fachterminus nicht, aber hat irgendeine Einigung. Ja, Aufbau einer Folge ist 1 bis 3 parallele Fälle. Ich habe es ja eben schon gesagt, dann gibt es manchmal noch so ein paar übergreifende Handlungsbögen und es gibt auch immer noch mal so private Themen zwischendurch. Zum Beispiel gibt es Themen, dass Alan Shore irgendwie schlafwandelt über 1-2 Folgen. Dann muss Danny bei ihm schlafen. Es gibt. Ich würde auch bei ihm schlafen. Es gibt ein Modell. Ja, nee, erst muss seine Sekretärin bei ihm schlafen und dann will die aber nicht mehr, dann muss Danny bei ihm schlafen. Irgendwie so war das. Dann gibt es auch noch irgendwie eine Szene, gibt es noch, dass er Wortsalat hat. Also er steht vor Gericht und kriegt nur noch irgendwie unzusammenhängendes Zeug raus. Solche Sachen. Also so persönliche Probleme und so gibt es dann auch zwischendurch. Aber ansonsten immer so Fälle und dann am Ende eine Balkonszene letztendlich. Und es gibt dann so ein paar besondere Folgen, die sind noch mal vor dem obersten Gerichtshof. Ich glaube 2-mal sogar in der vorletzten Folge oder der letzten noch mal und irgendwann zwischendurch. Ah, mit Ruth Bader Ginsburg. Das waren immer meine Highlights-Folgen. Wenn Danny Crane sich an sie rangemacht hat. Ja. Krass, und sie hat dann da auch mitgespielt? Ich glaube nicht, oder? Nee, aber die haben halt wirklich die ganzen, also die echten Richter am Supreme Court waren da schon sehr deutlich zu erkennen. Ja. Einfach Scalia war ja da, wer ist. Genau, ja. Ja, dann vielleicht noch mal so kurz, warum ich die Folgen ausgewählt habe. Und wir können ja sowas vielleicht mal so ein paar Highlights von diesen Folgen noch mal machen. Also erstmal muss ich sagen, es war sehr schwierig, Folgen auszuwählen, weil ich die ganze Zeit gute Szenen in verschiedenen Folgen gefunden hatte und mich schlecht entscheiden konnte. Aber dass die erste Folge dabei ist, war ziemlich klar. Einfach da, um einen Einstieg zu kriegen. Ja. Und da geht es ja um 3 Fälle. Nämlich einmal dieses kleine Mädchen, sie ist schwarz und sie will in einem Musical mitspielen, wo aber eigentlich das Kind ein weißes Kind ist. Und da klagt die Mutter, dass sie da nicht genommen wurde. Dann gibt's in der gleichen Folge, weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe hier aufgeschrieben Familienstreit. Ah, von Ehefrau betrogen. Ja. Ja, das ist die Geschichte mit Danny Crane, wo sein alter Kunde und Freund zu ihm kommt. Mit dem quasi besten Mandanten der Kanzlei. Ja, genau. Wo ich auch denke, ist das, wenn halt jemand dein bester Kunde ist, dein bester Mandant, ist das wirklich ein guter Mensch? Wenn der so oft verklagt. Wahrscheinlich denn nicht, ne? Ja, oder halt so oft verklagt. Oder selber klagt, ja. Das stimmt wohl. Das ist wertvoll, aber den hast du ja dann doch nicht gern. Ja, der hat ihm ja auch gezeigt. Ja, alles die Frau habe ich gern. Ja, und da kommt das mit dieser Verhandlung mit dem Kind, kommt das ja dann noch vor, dass Danny für ein weißes Kaninchen sorgt, was er aus dem Hut zieht. Das sagt er vorher und dann kommt ein Referent rein und hält Al Sharpton. Genau, Al Sharpton. Der echte Al Sharpton. Der echte. Ja. Und hält so ein flammendes Plädoyer. Und es war schön. Und da geht er einfach wieder raus. Und ja, also das fand ich aber auch fand ich auch so von Al Sharpton lustig, weil das war ja schon, also der hat sich da schon auch ein bisschen über sich selber lustig gemacht. Ja. Also dramatisch in diesen Gerichtssaal reinkommt, da überhaupt nichts verloren hat und diese völlig, also und diesen Fall auch so völlig überhöht. Und er kommt ja später nochmal in der Folge. Ja, dann kann sie das nochmal wiederholen. Und Al Sharpton, muss man sagen, ist ein Bürgerrechtler. Ach so, ja. Ja, und sehr berühmter in den USA. Ein sehr berühmter Bürgerrechtler, genau. In Deutschland kennt man ihn jetzt wahrscheinlich nicht, wenn der da reinkommt. Aber in den USA hat ihn vermutlich jeder erkannt. Mhm. Er wollte ja auch mal Präsident werden. Echt? Das wusste ich nicht. Ja. Hat aber, also wurde nicht nominiert. Er wollte Kandidat werden. Mhm.
Das war auch eine lustige Folge. Aber konnte man auch wirklich nachvollziehen. Ja, macht einen guten Job, um die Charaktere einfach so ein bisschen vorzustellen. Genau, ja. Also ich finde die Fälle tatsächlich gar nicht so interessant. Aber so als Vehikel, um einfach zu zeigen, wer ist hier wie unterwegs, das macht die erste Folge einfach einen guten Job. Und so weiter. Ja. Hatte auch nur eine 8,1. Ich habe zufälligerweise haben sich die Folgen, die ich ausgewählt habe, alle gesteigert. War keine Absicht, aber hat sich so ergeben. Dann die. Gibt's noch was zu sagen? Nö. Entscheide ich. Nein. Gut. Punkt. Die Folge hieß Revierkämpfe, Head Chases. Aha. Guck ich gerade, ob ich da noch einen Einspieler zu habe. Moment. Ich hätte die Einspieler besser benennen sollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es 007315. Ich bin mir sicher, dass es keinen Einspieler mehr zu der Folge gibt. Ich mache trotzdem einfach mal einen, weil der Finalversion 3. Ich mache trotzdem mal einfach mal einen, weil der nirgendwo vorkommt. Mitch, wenn Sie erlauben, nenne ich Sie Mitch. Mein Name ist Michael. Okay. Gut, Danny Crane. Dann nächste Folge. Danny Crane. Nein, die nächste Folge ist doch Dicke Luft. Ja. Die 13. Folge der ersten Staffel, It Girls and Beyond, hatte eine 8,4. Ach, so diese Lesben-Folge. Das ist die Lesbian-Folge. Ja. Habe ich vor allem deswegen ausgewählt, weil Shirley Schmidt kommt zwar die Folge davor, aber hier kommt dann auch noch Catherine Piper dazu. Also Betty White, dass man die mal hat. Und weil es eben, ja, war, fand ich eine gute Folge. Ach so, und das ist eine Folge, die einfach mal so den normalen Folgenablauf findet, zeigt. Verschiedene Fälle und ja. Genau, und ein bisschen lustig, ein bisschen ernst. Genau. Ja. Und da sind die drei Fälle eben das mit der lesbischen Frau oder den beiden Geschäftsfrauen, die sich auseinandergelebt haben und die eine verklagt die andere. Und der andere Fall ist, dass der Arzt unzugelassene Medikamente an einen Patienten gegeben hat. Also Team, Entschuldigung, das hört sich so lustig jetzt an. Ja, das sind zwei Lesben, die leben sich auseinander und deswegen verklagt ja die andere, wenn sie auseinander. Ach so, nein. Was fällt dir auch ein? sie verklagt die andere, weil sie Kunden weggenommen hat. Und, ja. Am Ende war es alles Fake. Aber gucken, in den USA wäre das auch möglich gewesen. Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Die hätten Gott verklagt. Eigentlich geht es ja auch so ein bisschen darum, dass hier Brad Chase nicht wahrhaben will, dass sie eine lesbisch ist, weil er auf sie steht. Und er versucht dann immer rauszufinden, dass das... Ja, er muss sie heilen quasi. Ja, genau. Dass sie gar nicht... Ja, ich meine, guck ihn doch mal an. Das kann doch nicht sein. Er ist ein Marine. Wie kann denn jemand nicht auf diese Kieferknochen stehen? Ich meine, auf diesen Kieferknochen kann man stehen. Die kann man stehen. Aber das kommt tatsächlich ja immer wieder raus, dass er eigentlich so der Sunny Boy ist. Er wird ja manchmal auch Ken Doll genannt von Erin. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Warum? Aber es kommt ja dann immer wieder raus, dass er so der total Verklemmte eigentlich ist und Unsichere. Ja. Das wird ja immer wieder thematisiert und da wird sich halt drüber lustig gemacht. Von daher finde ich den Charakter gar nicht so schlimm. Ich müsste mehr Folgen mit ihm sehen, um mir ein Bild zu machen. Tue er das? Ja, also jemand, der weniger Probleme damit hat, in ein fremdes Land zu fliegen, um Leute umzubringen, als das Wort Lesbe auszusprechen, finde ich schon komisch. Das stimmt. Aber diese Szene ist gut, wo sie da am Anfang im Besprechungsraum sitzen und Alan Shaw dann immer Lesbian sagt. Oder später in dem Flur, wenn er, und jetzt alle zusammen, Lesbian! In der Situation habe ich gedacht, krass, also entweder sind die wirklich alle so abgehoben in der Anwaltskanzlei und so durchgekokst, dass sie es wirklich machen würden, oder es ist einfach eine sehr glaubhafte Satire. Oder die Arbeitsatmosphäre ist halt sehr flach, das Gefälle. Naja, da sagt ja dann Paul Lewiston wieder, so, es kommt mal wieder runter, das ist ein professionelles Staff-Meeting. Und dann kommt Betty White rein. Naja. Ja, wie in der ersten Folge ist das Mitarbeiter-Meeting ja auch so, dass er London sagt, London sagt, oh, wir sollten wirklich darüber sprechen. Okay, legen Sie los. Mute.
Und dann ab und zu zwischendurch schaltet sie mal kurz wieder auf laut. Ja, ja, wir hören zu, wir hören zu. Gehen ja. Sie weiter. Sehr wichtig, sehr wichtig. Gehen Sie weiter. Zurück zu den Lesben. Ja, das war auch die Folge PR-Stand. Und beim anderen wird der Arzt auch freigesprochen, weil Danny Crane erzählt, dass er Amphetamine nimmt gegen sein Beginn des Alzheimer. Ja, aber auch Alan Shore hält ja davor schon so ein Plädoyer. Also das sind beides so typische flammende Reden. Ja. Also Danny Crane setzt hier nochmal eins drauf und tatsächlich hier jetzt auch nicht als Witzbold, sondern das ist ja dann eher so die dramatische Seite. Ja, man sieht ja noch an dem Gesicht von Alan Shore, ja, wie er darauf reagiert, weil er wusste das ja nicht. Genau. Und angeblich, also ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich die Folgen davor nicht gesehen habe, angeblich wirkt er ja auch wacher und agiler und fitter in dieser Folge, dadurch, dass er die Amphetamine nimmt. Die fragen ihn ja auch, also nimmst du irgendwas? Nimmst du irgendwas, weil er ja, irgendwie genau. Anders ist. Und für mich war er jetzt nicht so anders als in der einen Folge, die ich davor geguckt habe. Für mich auch nicht. Ja. Aber eben bei so etwas oder eben wie in der Folge mit der Prügelei, wo Alan ja Mercenaries, Söldner anheuert in einer Barschlägerei, macht er auch so ein flammendes Plädoyer am Ende, wo er sagt, eigentlich viel über toxische Männlichkeit, ne? Toxic Masculinity. Und dann am Ende die Tara. Seine Freundin. Aber du bist jetzt schon bei Tara, der nächsten Folge, ist egal. Ja, ja, bin ich auch, ja. Weil die andere war für mich abgeschlossen. Ihm dann so die Hand auflegt, wenn er sich wieder hinsetzt. Und ich habe halt das Problem, vielleicht auch nur, weil ich die vier Folgen kenne, ich weiß jetzt nicht, okay, gehörte das zu seiner Strategie und der denkt überhaupt nicht so? Oder war das jetzt wirklich offen von der Seele weggesprochen? Wisst ihr, was ich meine? Ist das halt nur Show oder ist das... Hat er das jetzt gemacht, um den Fall zu gewinnen oder kam genau. aus ihm quasi raus? Also ich hatte das schon so verstanden, dass er das gemacht, weil sie ihm ja vorher die Leviten gelesen hatte. Und er dann gemerkt hat, dass er sich wie ein Arsch verhält. Da gibt's ist er ja auch. Er ist ja auch ein Arsch. Da gibt es ja vorher mehrere von diesen Szenen, wo die aufeinandertreffen. Und er will ja dann sogar, er bricht ja irgendwie mit jedem Streit los in der Folge danach. Also so auch mit Brad Chase. Und will ihn da in der Kaffeeküche angreifen. Da kommt ja Tara dann auch wieder dazu und stellt sich auf die Seite von Brad Chase. Und ich glaube, da ist er dann schon ehrlich, wenn er das sagt. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Man kann sich da nicht so ganz sicher sein. Bei diesen Anwälten, bei diesem Pack. Man weiß ja auch nie, ob er einen anguckt oder nicht mit dem Blick. Aber ich wollte zumindest noch... Ob er einen erkennt. Ich wollte noch einen Satz zur letzten Folge sagen, weil ich da die Balkonszene, da gibt es noch ein Zitat, was ich sehr lustig fand, da geht es da darum, dass Danny das Zeug ja nicht mehr nimmt, dieses Aufputschmittel. Mhm. Und dann zeigt er so auf seinen Kopf und sagt, die eigentlichen Antworten findet man ja sowieso nicht hier, sondern zuerst schaut man zu Gott und dann, sagt Alan Shore, Fox News. Fox News. Übrigens ist sie ja auch von Fox produziert, die Serie. Also natürlich nicht von Fox News, sondern von 20. Fox und Fox News Century ist Fox. Ja wie Tag und Nacht. Die Simpsons sind ja auch von Fox. 20th Century Fox. Jetzt sind sie von Disney. Okay. Ja, aber dann ist ja jetzt Boston Legal auch von Disney. Ja, ist es auch. Kann man bestimmt auf Disney Plus gucken. Machen. Wobei ausgestrahlt wurde es ja von ABC, was aber ja auch Disney ist. Ein Teufelskreis. Okay. Das ist überall. Ach, vielleicht kann man es deshalb nicht mehr bei Amazon Prime gucken. Also du kannst es nicht mal kaufen bei Amazon. Kam das mal auf Amazon Prime zum Gucken? Oder ja, also kaufen konnte man kaufen wahrscheinlich, konnte man es, ja. Aber jetzt kannst du es nicht mal mehr kaufen. Okay. Also es gibt es auch nicht auf Disney Plus. Ja, also. Dann ist es jetzt für immer weg. Wir haben ja des Öfteren schon über die SynchronsprecherInnen und so weiter gesprochen. Ich habe mir die Folge in Deutsch wie in Englisch angeguckt, bin dann aber bei Deutsch hängen geblieben. Einfach, weil ich die sehr cool synchronisiert finde. So als hätte halt die Synchronisierungsfirma oder was auch immer damals wirklich Zeit gehabt dafür. Heutzutage leiden Synchronisationen oft daran, finde ich, dass eben die Firmen überhaupt keine Zeit sich nehmen können für eine Synchronisation. Und es hatte für mich so diesen
Nachmittag Vox Fernsehcharakter, diese Übersetzung oder diese Synchronisation. Ich fand das sehr charmant. Lief auch auf Vox tatsächlich. Ah, okay. Stimmt, ja. Da habe ich also abends, aber mal geguckt, Vox, ja. Vox ja. War richtig, ja. Okay, dann so, jetzt um dich zu bestätigen oder so. Rotes Fleisch zu verbieten, das kommt doch vor keinem Vernaschungsgericht der Welt durch. Es heißt Verfassungsgericht, Danny, aber du hast recht, diese Verordnung ist anfechtbar. Ja, ein schöner deutscher Wortwitz in der Übersetzung. Ja, oder wie auch in der Folge sagt, stimmen Sie mir zu, dass Vegetarier alles Kommunisten sind? Wir sind im Krieg. Das habe ich auch. Herr Bürgermeister, würden Sie mir zustimmen, dass die meisten Vegetarier Kommunisten sind? Suggestivfrage. Gab aber keinen Einspruch. Genau, das ist die gleiche Folge, oder? Die gleiche Folge wie mit den Schlägern. Denn das rote Fleisch wird von einem Bürgermeister verboten. Und die Folge heißt Ein Mann sieht rot, Till We Meet Again und hat eine 8,5 bekommen. Oh, das ist ja sehr zweideutig. Ein Mann sieht rot und es kommt zur Schlägerei und ein Mann sieht rotes Fleisch. Stimmt. Das ist ja deutsch schon wieder guter Titel. Ja, und ich hätte bei Till We Meet Again das Meet noch anders geschrieben. Oh. Ein Meeting. Habe ich das falsch gemacht oder meinst du? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Aber das ist auf jeden Fall eine also Gelegenheit. Ja, das wäre sehr schön. Till We Meet Again. Bei The Leftovers und hätten die das gemerkt. Da hat Mr. Crane plötzlich dann die Eingebung, dass er gar kein Alzheimer hat, sondern BSE durch den Prozess. Also im Englischen ist es wirklich Fleisch, Meat. Okay. Haben sie schon eingebaut, das Beispiel, ja. Okay. Nein, nein, wir waren, das war unsere Falsche. Ich dachte schon, ich bin ein Genie. Du bist ein Genie, Phil. Ein unverkanntes, aber du bist eins. Und dann ist es tatsächlich zweideutig, weil das Till We Meet Again sagt ja der Richter zu Alan Shore, also die Richterin. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Hier in der Folge, die habe ich auch deswegen gewählt, weil hier Judge Brown eingeführt wird. Das ist ein Richter, der schon sehr alt ist, über 70, weiße Haare hat und immer noch bei seiner Mutter wohnt. Ja, und der alte Schlappschwanz. Der alte Schlappschwanz. Genau, und hier weiß Danny Crane genau, wie er ihn packen kann, nämlich genau damit, dass er ihm suggeriert, er sei ein alter Schlappschwanz, wenn er diesem Verbot zustimmen würde, das Fleisch zu verbieten. Und das wird ihm dann mehrmals eingetrichtert, auch durch Shirley, die ja erst nicht will, aber die ist dann, glaube ich, hinterher auch benutzt den Begriff im Plädoyer. Ja, und allein dadurch eben oder quasi diesen Fall gewinnt, weil das so zieht. Ja. Und dieser Richter ist immer so sehr verunsichert und der hat so ein sehr gutes Mimenspiel immer in den Folgen, wo er vorkommt. Es gibt auch so eine Folge, da, ich weiß nicht mehr, was da passiert, aber da fällt irgendwas am Anfang von der Decke oder so. Dann sitzt er mit so einem roten Footballhelm die ganze Zeit vorne. Ja. Und das ist auch der Richter, der am häufigsten vorkommt in der Serie. Aber tatsächlich einer, der leicht manipulierbar ist. Und wenn man weiß, dass der da ist, dann weiß man schon, da hat man dann viel Spaß mit diesem Richter, weil der meistens dann irgendwie manipuliert wird. Gibt es eigentlich auch Fälle, die verlieren? Also jetzt von Danny Crane abgesehen? Ja, Danny Crane natürlich nicht, aber die anderen schon. Alan Shore verliert auch mal Fälle. Ja. Zum Beispiel gibt es einen Fall, da ging es tatsächlich, glaube ich, um einen Strafprozess. Und da hat er seinem Mandanten geraten, dass er vielleicht besser fliehen sollte, weil er kann nichts mehr für ihn tun. Und das wird dann später auch nochmal aufgegriffen. Da wird nämlich dann Alan Shore angeklagt, dass er das getan hätte. Ihm die Flucht empfohlen. Ja. Okay. Und das ist nämlich die Folge, in der dann Danny Crane seine Hose auszieht und die Zielscheibe auf seinem Hintern zeigt. Um deutlich zu machen, dass der Staatsanwalt ihn da nur drankriegen will, weil sie alle Zielscheiben auf ihrem Hintern haben. Es gibt noch so einen alten Richter, der ist eigentlich tatsächlich senil. Also hier dieser Judge Clark Brown, der ist nur, der lässt sich sehr gut beeinflussen. Dann gibt es aber wirklich noch so einen ganz alten Richter, der hat auch so weiße Haare, der kommt auch öfter vor. Und der kriegt
die Sachen nicht so richtig mit, um die es geht. Ich weiß im Moment, der heißt, der kommt, glaube ich, jetzt hier in den Folgen nicht vor, aber der kommt auch öfter vor und der heißt Judge Sanders. Und da habe ich noch einen Einspieler. Und jetzt alle zusammen. Lasse. Okay, nein. Das war der falsche Einspieler. Das war mein Einspieler. Dann vielleicht das hier. Wenn Mr. Fleming sich durch seine Darstellung in der Kampagne meines Mandanten gekränkt fühlt, sollte er einfach eine Gegenoffensive starten. Wie Richter Brandner schon sagte, die beste Waffe gegen üble Nachrede ist üble Nachrede. Kein Wunder, dass Brandner sowas gesagt hat. Er war ja auch ein bekannter Trinker und Päderast. Nein, das war's nicht. Aber das war nochmal die eine Alan Shore-Referenz. Ah, da, das ist er natürlich. Sie reden zu viel. Vorausgesetzt, das Opfer ist körperlich dazu fähig, werden wir morgen um 15 Uhr hier wieder zusammenkommen, Sie Schwätzer. Und jetzt Schluss mit diesem Pipifax. Pipifax. Ja, das war der alte senile Richter. Der redet auch immer von Alan Shope anstatt von Alan Shore. Und in einer Folge sagt Alan Shore dann zur Begrüßung: Hallo Richter, ich habe meinen Namen jetzt geändert auf Alan Shore. Das hat den Vorteil, dass es zu meinem Führerschein und zu den ganzen Plädoyers passt, die auf Ihrem Tisch liegen. Ja, dann haben wir nur noch die letzte Folge. Die Kanada-Folge. Die letzte der vier. Und wir haben noch 3 Minuten, bis Mario zurück in die Zelle muss. Deswegen. Richtig. Schnell. Mario ist ein bisschen verlängert, das ist vollkommen okay. Okay. Okay, dann machen wir bis 11. Dann letzte Folge, diese eigentlich aus der zweiten Staffel. Ich wollte ja nur aus der ersten Staffel was finden, aber ich wollte zumindest auch mal, erstens gefällt mir die Folge gut und zweitens wollte ich mal eine Folge bringen, die nicht nach dem üblichen Schema ist. Und das ist sie nicht ganz, weil zumindest Alan Shore und Danny Crane hier im Urlaub sind. Die Folge heißt Natur pur oder Finding Nemo, weil sie in Nemo sind in Kanada, Nemo Bay, und dort zum Fischen gehen, nachdem nämlich Alan Shore von Terra verlassen wurde. Die Folge hat 8,7 auf der Richterskala, nein, auf der IMDb-Skala. Da habe ich wieder gedacht, ich möchte doch gerne mal nach Kanada. So schön da. Ja, I came here to enjoy the nature. Don't talk to me about the environment. Und dann sagt Alan, all reality, none of it's scripted. Ja, so passt das ja auch zu einem Republikaner. Genau. Catherine muss sich im anderen Handlungsstrang wegen eines Mordes verantworten und der dritte Handlungsstrang ist eigentlich ziemlich egal. Der ist, den kann man nicht so richtig verstehen, weil man die vorherigen Folgen nicht kennt, wo der. Ach so, mit diesem Reverend. Priester, genau. Priester, ja. Ja, fand ich ganz schön, auch dass sie in ihrem Urlaub es nicht sein lassen können, Anwälte zu sein, weil dann geht es ja vor ein amerikanisches Gericht, wo ich denke, da haben sie auch überhaupt keine Berechtigung oder so da zu sein als amerikanische Anwälte. Das war aber das ist Amerikaner doch eh egal. Sagen sie ja auch, wir sind eine Supermacht, sagt Danny Crane. Wir könnten hier jederzeit einmarschieren. Aber ich fand, nachdem ich das jetzt nochmal geguckt habe, das war ja eigentlich genau das weiße Kaninchen wie der Referent in der Folge 1. Genauso sind sie ja da. Genau. Sie waren die beiden Kaninchen. Ja. Und da ist ja wieder so eine entflammende Rede von nicht Danny Crane, sondern Andrew? Alan Shore. Alan. Ja. Die Kanadier dazu überzeugt, dass dass das besser ist, den Lachs zu schützen, wo der Richter auch sagt, dass ein Amerikaner uns Kanadiern über unsere Umwelt erzählen muss. Ja, aber da meint Alan Shore ja, weil wir US-Amerikaner haben ja unsere ganze Umwelt schon kaputt gemacht. Genau. Da blitzt dann wieder der Liberale durch, der Demokrat. Und der Richter fragt ja auch so ein bisschen verächtlich, als Alan von Gottes Geschöpfen spricht. Und wie viel von Gottes Geschöpfen haben sie so gequält? Und dann Alan ganz stolz, 15! Und Danny keine. Genau. Außer den einen, den er erschossen hat. Ja. Er musste auf die stille Bank. Ich fand den Bart mit Betty White echt krass eigentlich. Das ist so, hätte ich nie gedacht, dass es in so einer Serie eigentlich vorkommen wird. Also, schon cool gemacht auf jeden Fall. Ja, ihre Mugshots fand ich sehr cool. Sie überhaupt, ihr Charakter ist
echt, echt geil. Also jedes Mal, wenn sie aufgetaucht ist, auch nur ganz kurz, die war immer lustig. Oder auch in der letzten Folge, als der Alan verhaftet wurde zum Beispiel und der Polizist sagt, sind Sie Alan? Und sie, oh, sie sind aber ganz schön intelligent. Haben sie das alleine rausgefunden oder weil ich es gesagt habe? Weil ich ihn Alan genannt habe. Also, die ist so. Hab kurz damit gerechnet, dass er sie auch mitnimmt. Detective. Ja. Sie sind so schlieke gekleidet. Genau, da ruft sie ihm noch so her. Keine Sorge, ich streiche die restlichen ihrer Termine für heute. Ich muss aber auch allgemein sagen jetzt, die Folgen laufen so, ich sag mal so flüssig, also wirklich, springt von einer kurzen Szene zur nächsten kurzen Szene und es macht trotzdem Spaß. Du wirst irgendwie nicht rausgerissen jetzt aus dem Handlungsstrang. Das hat mir nonstop immer Spaß gemacht, weil die halt wirklich echt lustig drauf sind. Das haben sie echt gut hinbekommen, auf jeden Fall. Ich finde, dass diese Dynamik auch durch diese Musik kommt und durch diese Shaky Cam, die da immer so zwischendurch kommt, weil diese Szenenwechsel wird ja immer so durch so Jazzmusik und so begleitet. Und man sieht dann immer so die Bilder so schräg und dran gezoomt von den Gebäuden. Und zum Teil geht das auch so ineinander über. Ich finde, das ist einfach ziemlich dynamisch gefilmt. Ja. Mhm. Man hat auch kaum irgendwie mal Längen in den Folgen, wo man sich denkt, sondern ich finde es toll. Also ich mag die Serie auch sehr gerne. Ich habe sie sehr, sehr gerne geguckt. Ja, sie hat auch eine gute Bewertung, Gesamtbewertung von, jetzt habe ich es vergessen, 8,4 bei IMDb. Und sie haben auch eine ganze Reihe von Golden Globes und Emmys gewonnen, nämlich 3 Golden Globes für Spader, Shatner und Bergen und 10 Emmys. Einmal für beste Dramaserie, auch wieder für Spader, Shatner, Bergen und dann auch noch andere. Ich glaube, Michael J. Fox hat auch einen Emmy bekommen als bester Nebendarsteller und andere Ton und so weiter dann auch. Also schon ziemlich gut, wie die angekommen ist. Trotzdem musste sie immer damit kämpfen, dass sie kaum jemand geguckt hat. Also so nicht ganz so schlimm wie bei Leftovers, aber sie ist halt immer so davon überschattet gewesen, sie könnte jetzt abgesetzt werden, weil sie nicht so richtig bei uns liegt. Richtig gute Quoten waren es halt nie. Also immer so an der Schwelle zur Absetzung. Ja. Mhm. Wenn bei uns was auf Fox läuft, ist das ja jetzt auch nicht so, als dass es jetzt als bekannt gilt, oder? Ja. Weiß nicht. Also ich finde, für mich ist Fox schon so der Seriensender. Okay. Gewesen damals. Also ich Vox weiß jetzt nicht. Also ich ja, sagen, mit V, wo es sonst hätte laufen können. Ich habe gerade geschaut, wegen den Quoten nämlich, also Staffel 1 hat für dich zwischen 10 Millionen und 14 Millionen immer gehabt, Einschaltquoten. Das ist nur 15, sehe ich gerade sogar. Okay. Also, die sind schon echt gut angekommen. Also, dass es so rapide runtergegangen ist, ist schon krass. Aber woran liegt das dann? Hatten die keinen Bock mehr auf die Satire, oder? Ich weiß nicht. Ja, dafür habe ich jetzt auch keine Recherche betrieben. Vielleicht gibt es zu viele. In den USA weiß ich jetzt nicht, ob halt, ich meine, 10 Millionen ist nicht zu unterschätzen, das auf keinen Fall, aber die haben ja immerhin 300 Millionen Einwohner. Also ich bilde mir ein, bei den Quoten, wenn du schon so bei 10 Millionen bist, ist es eigentlich relativ gut, weil neue Serien haben heutzutage manchmal nur 3 Millionen und die werden fortgesetzt. Ja, wobei ich glaube, heutzutage kannst du schon nicht mehr vergleichen mit 2005. Okay. Das stimmt auch, ja. Also, weil heute ist es so viel zersplitterter als vor 15 Jahren noch. Also, ja. Quoten wie früher kriegst du heute eh nur noch ganz, ganz selten. Also, weil einfach das Angebot so viel größer ist. Mhm. Es gucken nicht mehr irgendwie ein Drittel der Leute das Gleiche. Es passiert einfach nicht. Es gibt nicht ja auch Serien noch und nöcher. Ja, ja, also eben, weil das Angebot ist einfach so groß, dass das ist einfach unglaublich selten. Also du kannst Quoten so direkt gar nicht mehr vergleichen. Ja. Okay, also trotzdem ist die Serie immer wieder von Absetzung und auch, sie haben den Sendeplatz auch irgendwie mehrmals ausgetauscht und so weiter. Also die ist immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Wird übrigens auch in irgendeiner Folge thematisiert. Da sagt nämlich dann Alan, übrigens, wir laufen jetzt nicht mehr Montag, sondern ja, irgendwann gegen Ende in der letzten Staffel kommt dann auch irgendwie die Aussage, dass sie Alan und Danny mitnehmen, um Spin-Off zu drehen oder sowas.
Genau, dass sie dann ihr eigenes Boston Ding... Boston Public wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wobei das ja jeder schon das Spin-off war eigentlich. Ja, stimmt. Gut, ich hätte noch ein Danny Crane-Zitat. Ich bin ein Ex-Marine, ausgebildet als Scharfschütze. Oder war ich Pilot? Ja. Und noch was? Offenbar gibt es da ein Persönlichkeitsrecht, von dem ich nie gehört habe. Wie solltest du auch? Es steht in der Verfassung. Das war Paul Lewiston übrigens, der das gesagt hat. Mehr habe ich jetzt auch nicht. Ja, aber ich glaube, wir haben doch auch irgendwie so ein Bild von der Serie vermitteln können. Ich denke auch. Das war ja jetzt kein in die Tiefe gehende Besprechung. Ja, sehr kurzweilig. Also, du hast mir ich hatte schon Bock, mehr zu gucken nach dem Folge. Sobald man die Serie wieder irgendwo sehen kann, mach das mal. Ja, ich war auch wieder drin. Also die 4 Folgen haben schon wieder gereicht, dass ich meine alte Liebe dazu wieder gefunden habe. Wie gesagt, ich mache auch gerade einen Rewatch, deswegen bin ich auch überhaupt erst drauf gekommen. Es sind ja auch nur 101 Folgen. Ja, eben, das hat man ja schon. Sind ja auch nur 42 Minuten ist der Durchschnitt der Folge. Die waren wirklich angenehm kurz, das muss man wirklich sagen. Ja, das ist so ein Sweet Spot irgendwie. Ja. 20 Minuten finde ich manchmal, das wirkt dann recht hektisch. Die ganzen 60 Minuten Serienfolgen, das ist für mich so das 2 Stunden plus Film analog. Aber so 40 Minuten, das ist, glaube ich, mein Serienfolgen-Sweet Spot. So waren ja früher die meisten Serien, wobei ich muss jetzt sagen, oder Comedy-Serien waren früher tatsächlich auch öfter kürzer, so wie Simpsons. Die waren kürzer, es war so wie Simpsons 20 Minuten oder sowas. Ich muss aber sagen, wie hieß die Serie mit den Karate? Cobra Kai. Die waren auch nur 20 Minuten, glaube ich, eine Folge und das fand ich auch gut. Ja. Aber ich habe auch tatsächlich bei Serien nichts dagegen, wenn die 60 Minuten sind oder wenn die völlig unterschiedlich lang sind. Da gibt es ja auch inzwischen genug Serien, zum Beispiel wie bei Mandalorian. Genau. Ja, es kommt auch immer darauf an, ob die Art von Serie das auch unterstützt. Also das kannst du nicht mit jeder Serie machen. Und wenn du natürlich so ein Format hast, wo jede Folge ähnlich ist, dann musst du das ja auch nicht machen, weil du dann jedes Mal ja das gleiche Format hast. Das ist eher für solche... Wie bei Dr. House. Ja, oder wie bei Boston Legal. Oder wie bei Boston Legal. Stimmt. Könnten wir oder bei Dr. House. Reden. Dr. House? Ja, Boston Legal wäre auch gut. Nee, ich meine Boston Legal. Ja, Boston Legal. Danny Crane. Na gut, dann lassen wir es dabei bewenden und lassen vielleicht Danny Crane zum letzten noch einmal 2 Worte sagen. Ja. Danny Crane? Kann sich nicht entscheiden. Ich dachte, jemand will noch was sagen. Okay. Achso, nein, also danke, dass du das vorgeschlagen hast. Also ich werde die Serie auf jeden Fall anschauen, wenn es mal irgendwo wieder auftaucht, im Stream oder so oder im Fernsehen. Du hast es mir echt angetan, Tim, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so Spaß habe. Ja, aber schon nicht. Gleich in den ersten 5 Minuten der ersten Folge dachte ich so, geil, also es macht mir jetzt schon Spaß. Ja, ich habe es auch direkt gerade so in meinem Bekanntenkreis nochmal empfohlen, weil die ist einfach, also die ist überhaupt nicht schlecht. Die sollte man gesehen haben, also es gibt wirklich wenig Serien, wo ich sage, die sollte man gesehen haben, aber die funktioniert einfach. Ich finde, da sollte man zumindest mal reingeguckt haben. Man muss sie ja jetzt nicht komplett geguckt haben, aber man sollte sie kennen. Ja. Also wer ein bisschen Selbstachtung hat, ja? Ja, genau. Und auch einen sehr sympathischen Vorspann irgendwie. Der ist mir direkt so da hat man direkt Bock auf die Folge. Ja, dann lassen wir doch jetzt diesen Vorspann vielleicht noch einmal wirken und sagen, ciao, schaut die Serie, dann wird sie vielleicht auch nicht abgesetzt. Macht's gut. Ciao. Ciao. Danny Crane. Ekelhaft. Was haben wir da für ein hübsches Kind? Wenn Sie eine Mandantin sind, bin ich Ihr Mann. Wenn nicht, gilt das Angebot trotzdem. Okay, Ekel und Doppelekel. Wir sind die Neuen. Oh, bitte. Um neu zu sein, hätten Sie in der letzten Folge kommen müssen. Um Gottes Willen, der raucht auch noch. Das ist ein persönliches Geschenk von Bill Clinton. Wenn Sie wüssten, wo die schon gesteckt hat. Okay, er ist offiziell der ekligste Typ, der mir je begegnet ist. Siehst du das Schild hier? Crane, Poole und Schmidt. Crane, willkommen bei Boston Legal. Jeffrey, der eklige Mann fasst mir an den Hintern.
Das ist der offizielle Firmengruß. Startet die Musik.